Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! So, Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm!
ja, 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 ja! Toro Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Toro Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Toro Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Toro Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Zu dritt. Ai. Und der Jules, kommt er da noch innen vorbei? Komm, 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 komm!
Ja! 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 Toro Rosso geht rein, drückt ihn dann aus und dann kommt Paul hin und geht vorbei, geht an beiden Autos vorbei, als wären sie gerade auf dem Parkplatz, um bei Mc's einen Burger zu kaufen. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstagabend. Hey Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Ligarennen der A-Liga. Wir befinden uns heute in Mexiko, in einem wunderschönen Land, dessen Hauptstadt genauso, also dessen Hauptstadt quasi der Landesname ist, also Mexico City. Und wir fahren heute in Mexico City in einer wundercoolen Strecke. Ja, ich habe absichtlich wundercool gesagt, denn diese Strecke ist, nachdem ich das Rennen gefahren bin, eigentlich eine coole Strecke gewesen, wenn ich nicht mein Lenkrad verloren hätte. Aber wir sind heute ja nicht in der B-Liga unterwegs, das heißt, es sind heute auf jeden Fall mehrere potenziell bessere Fahrer unterwegs als letzten Donnerstag, obwohl ich jetzt die B-Liga nicht schlecht reden möchte. Aber hey Freunde, wie geht's euch? Alles klar bei euch? Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Wochen ohne mich als Kommentator. Oder ihr hattet auch wunderschöne Wochen ohne der A-Liga, die fährt, ohne die spannenden Rennen. Lassen wir mal Obi vorne weg. Hey, ich hoffe, ihr seid alle gesund noch. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und ihr seid gut in die Corona-Stress-Phase eingetaucht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich einmal... Rapper, wo haben wir es? Da haben wir es. Wir changen mal kurz zur Tabelle hinüber und schauen uns einmal gleichzeitig jetzt die Tabelle an. Ich mache kurz nur die Musik auch etwas leiser, mir kommt die gerade etwas sehr laut vor. Und hallo LD Snooze. Schönes geht die Sportrennen hattest du, by the way. Habe ich ja diesmal das erste Mal mitkommentieren dürfen. War sehr lustig auf jeden Fall. Aber wir sind heute nicht in GT Sport, wir sind heute in der Formel 1 Donnerstags A-Serie. In, wie gesagt, Mexiko. Also, auf P1 haben wir Obi. Warum er auf P1 ist, ist wie gesagt, glaube ich, immer noch der Ligaleiter-Vorteil, aber das lassen wir jetzt vorne weg. Denn Marco, der Teamkollege vom lieben Obi, ist sein direkter Verfolger, haben nur ein paar Punkte Unterschied. Man sieht, die beiden schenken sich an den Punkten relativ wenig. Und da hat Marco leider mal ausgelassen. Aber gut, danach MCX auf P3 im Alfa Romeo mit 305 Punkten ist schon sehr weit weg von den zwei Red Bull Piloten, aber für eine spannende WM-Schlussphase ist noch ein bisschen was drinnen. Stevie, den ich heute kein einziges Mal erwähnen werde im Rennen, jetzt darf ich ihn hoffentlich noch erwähnen, ich weiß es nicht, auf P4 ganz stark von ihm. Michael Reigns im Mercedes, unser ehemaliger Grand Prix-Sieger, hat seit dem letzten Grand Prix-Gewinn ja, eher enttäuscht als alles andere. Dann haben wir RL Potato, der anscheinend mit seinem Lenkrad mittlerweile relativ gut zurechtkommt, wenn er mal fährt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er da überhaupt mitfährt. Schauen wir uns das kurz an. Die Spritzen sammeln wir natürlich ein. Aber ich glaube, Potato fährt nicht mit. Nee, Potato fährt nicht mit. Dann haben wir den Drift Racer, der heute auch nicht mitfährt, im McLaren mit 192 Punkten. Und ich sage, guten Abend, lieber Stevie. Justinio im Racing Point mit 190 Punkten. Ich glaube, der fährt heute auch nicht mit. Ne, fährt heute auch nicht mit. Dann haben wir DP Anygames, unseren Last-to-First-Sieger in Spa, hat auch nicht wirklich an seine Leistung anknüpfen können. Ich erinnere mich dazu gerne an das Safety-Car-Unglück. Ich habe das leider nicht gespeichert am PC, sonst würde ich euch das gerne mal einblenden. Aber das Safety-Car-Unglück in Russland war natürlich, ja... Ich lasse es einmal so stehen. Dann haben wir auf PC in den Bernd Racer im Toro Rosso. Konnte irgendwie dabei auch noch nicht wirklich überzeugen. Die eine Hochphase mit 25 Punkten, danach folgen viele DNFs und 10 und 14 Punkte. Aber Bernd Racer auf jeden Fall auch eine Überraschung wert. Dann die Zahnfee hat heute eine Quali-Strafe, dürfen wir nicht vergessen. Hat er mich schon netterweise darauf aufmerksam gemacht. Nicht, dass ich mich da wieder wundere und ihn beschimpfe, weil er nicht losfährt. Er ist derzeit auf dem 11. Tabellenplatz. Kann sich natürlich auch weiter nach vorne kämpfen. Ich drücke ihm die Daumen, dass ihm das gelingt. Den Strunkibunki im Ralfo Romeo mit 124 Punkten. Sehr knapp da, das fällt beisammen.
Kampf um Platz 11 ist da anscheinend noch nicht ganz ausgefochten. Das Saisonende ist ja auch noch ein bisschen hin. Wir fahren ja jetzt noch Mexiko, USA, Brasilien, Abu Dhabi und dann Japan, weil Japan ja leider nicht stattgefunden hat bei unserem ersten Termin, weil wir ja leider dank Corona ein paar Netzwerkprobleme hatten. Auf jeden Fall, auf P13 haben wir den Oliver Benjamin im Renault, 118 Punkte, auch super. Also wie gesagt, das ist hier sehr knapp beisammen, genauso wie hier. P5, eigentlich bis P4 ist eigentlich alles drinnen noch. Auf P14 haben wir Tyson im McLaren mit 92 Punkten. Und mir ist gerade was aufgefallen, lieber Obi. Hier ist der McLaren mit L groß und hier ist das McLaren, das L klein. Bro, das müssen wir ändern. Jules im Mercedes auf P15. Wenn er gefahren ist, hat er auf jeden Fall starke Ergebnisse geholt. Bin ich gespannt. Force and Toro Rosso mit 55 Punkten auf P15. Cluster im Ferrari auf 17 konnte leider derzeit auch noch nicht wirklich so ganz überzeugen. Hatte in der B-Liga alles zerstört. Jetzt, seitdem er in der A ist, man sieht's, noch nicht wirklich an seine Form in der B-Liga anknüpfen können. Aber was nicht ist, kann noch werden. Danach haben wir bei Tox im Haas mit 33 Punkten. Red Marco ist, glaube ich, kein A-Serienfahrer mehr, lieber Obi. Der ist ja jetzt mittlerweile zu uns in die B gewechselt. Und Pasqua im anderen Ferrari hat leider auch noch keinen Punkt sammeln können für Team Ferrari. Deswegen schaut die Teamtabelle derzeit so aus. Red Bull fulminant und super stark auf P1. Der Teamtitel wird auch nicht mehr zu nehmen sein. Danach wird es ein bisschen spannender. Alfa Romeo auf P2. Racing Point auf 3 mit 352 Punkten. Renault auf 4. Mercedes auf P5. McLaren super knapp dahinter. Auch da ist das L klein, lieber Obi. Haas auf 7. Williams leider nur auf P8. Toro Rosso auf 9. Und Ferrari sehr weit abgeschlagen auf P10. Also für Ferrari war das, glaube ich, jetzt keine unbedingt gute Saison. Aber was nicht ist, kann noch werden. Wir fahren jetzt doch noch 5 Rennen. Und wenn sie jetzt jedes Mal die Top-Punktzahl holen von 37 und 28 Punkten, glaube ich, ist da schon noch ein bisschen was drinnen. Ein bisschen Werbung zu machen für die Website, oder nicht nur für die Website, sondern auch für den Burger, den der liebe Obi, Mike Obi. Okay, nehmen wir vom lieben Obi, den er hier immer schön bewirbt, sieht man hier oben immer schön, votet einfach mal für den Burger, dann freut er sich, dass man votet. Und ich habe anscheinend noch nie gewotet. Interessant. Zum Rennen zugesagt sind derzeit 22 Fahrer. 21, wenn man mich wegrechnet. Also, jo, Obi, stark, dass du dich vor 5 Stunden angemeldet hast. Stark. Ich würde sagen, gehen wir mal ganz kurz rüber. Warte, gibt es sonst noch irgendwas Neues auf der Website? Ich bin so selten auf der Website derzeit. Das ist ein bisschen traurig. Oh, Elis News. Hola, estoy aquí otra vez. Keine Ahnung, kann kein Spanisch, aber das erste, das Buenos Dias, das heißt guten Abend oder guten Tag. In Mexiko, Hauptstadt, die große Hauptstadt, Estado de México. Ich weiß nicht, was Estado de México heißt, aber ich glaube, das heißt irgendwas Stadium von Mexiko oder so. Willkommen im Stadium von Mexiko oder so. Ich weiß es nicht. Eldis News wird uns hoffentlich sagen, weil ich bin gerade einfach zu faul, dass ich den Google Translator benutze. So, change mir mal ganz kurz in die Game-Szene. Schauen wir mal, 19 Fahrer sind schon da. Das ist ja schon mal, das hört sich ja nicht schlecht an. Jetzt schon 19 Fahrer. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Wir haben das richtig gut getimed, so als wenn wir das geplant hätten. Ja, gehen wir mal die Fahrer durch, die jetzt gerade da sind. 19 Fahrer, wie gesagt, sind derzeit am Start. Obi im Red Bull, der König-Killer im Williams-Chapter, eben, also das sind zwei Ersatzfahrer, beide im Williams unterwegs. Tobi im Alfa Romeo, ebenfalls ein Ersatzfahrer, Force im Toro Rosso. Marco im Red Bull, El Nacho im McLaren, der nochmal herzlichen Glückwunsch jetzt hier noch auf offizieller Seite zur Vaterschaft, finde ich cool. Ich hoffe, du hast schon ein paar Nächte durchschlafen können und der kleine Knirps lässt euch nicht die ganze Zeit wach werden, wenn man das so sagen kann. Stevie im Renault, dich werde ich nie wieder erwähnen, mein Lieber. Ry Toxen im Haas, M6 im Alfa Romeo, wie man ihn kennt. Johnny Esprit im Racing Point, DP Anigames im anderen Racing Point. Floxy Boxy im Renault, Flash, oh, ein Österreicher, im Ferrari. Die Zahnfee im Haas, Locke im Mercedes, Jasperinho in McLaren. Michael Reigns im Mercedes, Bernd Racer im anderen Toro Rosso Stage, ist ein Zuschauer, sehe ich dich Stage, und ich bin auch dabei, eh klar.
Dann wär, sonst würde der Stream nicht wirklich funktionieren, wenn ich nicht dabei wäre. Ich meine, es könnte natürlich jemand anderer streamen, aber... Wieso kann die Kombinatorin aus Mexiko kein Spanisch? Weil ich in der Schule leider nur, weil ich leider nur Italienisch kann. Es tut mir leid. Und Manfredo, schön dich zu hören oder schön dich zu lesen. Liebe Grüße zurück von Wien aus Wien. Cool, dass du da bist. Cool, dass du einschaltest. Spiel? Ich möchte ja nichts sagen. Ah, okay, ich bin wieder da. Okay. Gut. Ich freue mich auf... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich mega auf, Spanien, sage ich. Auf Mexiko. Das ist so eine Strecke. Ich glaube, die könnte richtig viel Spaß machen. Ich glaube, da werden wir ein paar coole Überholmanöver sehen. Solange, wenn niemandem das Lenkrad abgeht, ist doch hoffentlich alles guti. Nur wenn das Lenkrad abgeht, dann ist halt eher semi-optimal, die Strecke zu fahren, wenn man dann das restliche Rennen mit schiefem Lenkrad fährt. Und wir warten noch auf Mima Racing, das ein Update noch zu machen. Das habe ich zum Glück vorhin, wie ich nach Hause gekommen bin, gleich gemacht und gleich so, ich hustle hier jetzt schnell die PS4-Updates durch. Ich bin ja wirklich gespannt, ob die Updates oder beziehungsweise bei der PS5, dann, ob das Kopieren dann auch so 7 Jahre dauert. Ich glaube, ich... Nee, das könnte ziemlich uncool werden. Oh! Johnny Esprit ist schon sehr ungeduldig. 19.59 Uhr und er drückt schon auf... Ich bin bereit! Schauen wir uns die Helmdesigns mal an. Ich glaube... Okay, gut. Ich dachte schon, es ist irgendwie tot. Okay, Chapter hat irgendwie so ein ähnliches, wie ich einmal hatte. Auch sehr cool. TP Anikims hat auch wieder ein neues. Esperino ganz schön gelb. Zahn fährt ein wunderschönes. Das Gelb, das Gold schaut echt aus wie das von Haas. Finde ich cool. Floxy hat auch ein neues Helmdesign. Marco mit dem Senna-Helm. Und Sebastian Vettel mit dem Sebastian Vettel-Helm. Krass. Und da Lockett aber auch ein cooles Design. Sieht aus wie so der Deutschlandflagge irgendwie. Ja, dann eine SSD, da brauchst du nicht mehr warten. Ja, sicher, aber die machen dann sicher so, dass sie dann einfach deine Download-Geschwindigkeit so drosseln, dass du dann einfach mit einem MB runterlädst oder so. Das ist halt eher weniger cool. Ich lese gerade im Chat, dass Mima Racing eine Grid-Strafe bekommt, weil er zu spät kommt. Aber 5 Minuten vor der Zeit ist Soldatens Pünktlichkeit. Das erinnert mich immer, dieser Spruch erinnert mich auch immer an mein erstes Praktikum, das habe ich damals in der Küche gemacht in Kärnten. Da bin ich einmal wirklich fett zu spät gekommen, so wirklich so eine Stunde oder so, da ich einfach verpennt in der Früh. Und da hat dann mein Chef gesagt, einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel. Und das habe ich mir so gemerkt, dass ich seitdem nie wieder irgendwohin zu spät gekommen bin. Ja. Locke, hey ho! So, Mima, where are you, my friend? So. Ich mach ganz kurz bei mir die Musik etwas leiser. Sie kommt mir sehr, sehr laut vor. Und König Killer, hello auch an dich. Ich freue mich auf das Rennen, ich bin übel hyped. Jetzt haben wir ja wirklich, also ich habe jetzt wirklich schon gestreamt, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich meine, sicher seit einem Monat oder so habe ich nicht mehr alleine gestreamt. Ich meine, ich hätte jetzt am Samstag, hätte ich ja GT Sport gestreamt, aber zum Glück war dann Obi da und hat mir da ein bisschen sehr viel geholfen. Ich war da eher nur das Beiwagerl, aber ich freue mich richtig heute aufs Kommentieren irgendwie. Ich bin heute richtig motiviert. Ich habe heute sogar mein RL-T-Shirt an, dadurch, dass ich nicht fahre, bringt es mir natürlich. Weil jedes Mal, ist echt komisch, jedes Mal, wenn ich das T-Shirt anhatte und ich selber gefahren bin, bin ich klaglos, genau, bin ich einfach gescheitert daran, eine richtige Runde zu fahren. Und jetzt habe ich seit langem mal wieder das RL-T-Shirt an und
Ich bin gerade sehr froh, es tragen zu können. Und ich freue mich wirklich auf das Rennen Mexiko. Vor allem diese Stadionpassage. Das muss, wenn du im Real Life dort bist, das muss so cool sein. Wenn alle Lenkräder festgeschraubt sind, kann es losgehen. Ja, das. Mir ist schon, ich dachte, wie ich den Playseat aufgebaut habe, dachte ich mir so, wir sind sechs oder sieben Schrauben sind mir übrig geblieben. Und ich dachte mir so, ja okay, zwei oder so werden für die Pedale sein, die habe ich eh relativ fest gemacht mit den Klettverbändern und mit den zwei Schrauben, die ich halt montieren konnte, weil ja, ich hatte dann einfach keine Motivation mehr, dass ich das weiter anschraube. Aber beim Lenkrad dachte ich mir, nö. Brauche ich ja nicht festschrauben, das bewege ich ja eh nicht so viel, das wird schon klappen, das hat er am Tisch auch gehalten, so quasi. Ja. Ja. Jetzt weiß ich, wofür ich die anderen Schrauben gebraucht hätte. Ich wäre ein Spielberg dieses Jahr, kann man wahrscheinlich abschminken. Ich wäre auch ein Spielberg tatsächlich, ich habe jetzt Karten von meiner Chefin zu Ostern bekommen. Also sie hat mir die Karten besorgt, günstiger, und ich habe sie einfach abgekauft, sag. Also ich wäre dieses Jahr wäre ich auch auf in Spielberg gewesen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt stattfindet. Sagt er mir jetzt. Ob wir alle. Alter, wir könnten so ein RL-Treffen in Spielberg machen. Falls Spielberg stattfindet. Ich meine, derzeit überlegen sie ja, ob sich ein Geisterrennen einfach wird, aber ich finde, was ist das dann für ein Formel-1-Rennen, wenn es ein Geisterrennen ist? Ich meine, so ein bisschen möchte ich da schon auch die Leute sehen, wie sie irgendwie, keine Ahnung, Williams anfeuern, die zwei Leute. Also ich bin, also Williams. Nichts gegen Williams, aber Williams ist halt Williams. Also ich bin schon Fan mittlerweile von Williams geworden, seitdem ich in der RL fahre. Das Witzige ist, ich habe einen Formel 1 Kalender bekommen zu meinem Geburtstag. Und dieses Monat ist George Russell dran im Williams. Das ist irgendwie schön. Das finde ich wunderschön. Na? Wo bleiben da Mima? 20.05 Uhr, die A-Liga kann ja auch nie pünktlich starten. Ist ja unfassbar, unfassbar. B-Liga ist ja pünktlich gestartet, möchte ich nur gesagt haben. Also ich glaube zumindest, ich möchte jetzt nicht in hohen Tönen reden, aber ich glaube, die B-Liga ist wirklich pünktlich gestartet letzten Donnerstag. Also die A-Liga, die muss da echt noch einiges an der B-Liga abschauen. Immer diese A-Liga. Was denkt ihr, wann die reale Formel-1-Saison jetzt irgendwie, wann die normale Formel-1-Saison jetzt irgendwie beginnen könnte? Also glaubt ihr wirklich, dass es bei dem bleibt in, Frankreich, dass sie da wirklich beginnen, also sind ja Spekulationen, viel Spekulatius. Noch ins Quali. Ich bin ja wirklich gespannt, also natürlich ist es besser, wenn sie das jetzt alles abwarten, wegen Corona und alles mögliche. Irgendwie ewig lang können sie halt auch nicht warten, ich meine, irgendwann springen halt allen Teams die Sponsoren ab. Ich glaube erst ab Ungarn oder so. Habe ich schon mal in die Gruppe gepostet, aber es hat mir keiner zu. Naja, Marco, wundert's dich? Spaß. Neunzehn Fahrer bereit. Ist Mima schon da? Mima ist noch nicht da. Frechheit. Aber ja, Lenkrad ist jetzt bei mir auf jeden Fall wieder, ist jetzt auf jeden Fall bombensicher. Das kann jetzt keiner mehr abreißen. Ich glaube, das werde ich auch nie wieder mehr runterbekommen von dem Playseat. Also ja. Aber es hält.
super. Also ich bin, ich glaube eher am Montag, wie wir frei hatten, bin ich gefahren in USA und da hat es bombenfest gehalten. Also I'm looking forward to the future. So, Mima. 20:08 Uhr. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich werde ungeduldig. Eine super Lizenz. Ah. Anwesenheitswertung. Ah, wenigstens einmal in meinem Leben habe ich eine gute Note erreicht. Immerhin. Immerhin. Na komm schon, Mima. Wie glaubt ihr, wird das Qualifying jetzt ausgehen? Dann frage ich mal so in die Runde. Was glaubt ihr? Was sind so eure Top-Favoriten für das jetzige Quali? Meine sind liegen auf der Hand. Es wird wahrscheinlich wieder ein Obi ganz weit vorne sein. Es wird wahrscheinlich wieder ein Marco super weit vorne sein. Und ein MCX. Vielleicht das auch ein... So Zahnfee hätte ich ja eigentlich relativ weit vorne gesehen. Aber dadurch, dass er die Quali-Strafe hat, ist eher schwer, dass er weiter vorne ist. Aber ich glaube, wir können heute auch viel erwarten von einem gewissen Herr. Von so jemandem kann man relativ viel erwarten. Ich möchte ja keinen Namen nennen, aber vielleicht bin ich zufälligerweise gerade da oben drauf auf ihn. Aber man weiß es nicht. Vielleicht verkackt er auch. Ziemlich sicher verkackt er. Ziemlich sicher. Oh! Finally! It's getting started! Let's go! Viel Glück allen Fahrern. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Rennen und Königkiller schreibt, mal schauen, wie weit ich nach vorne komme. Habe seit 2 Wochen nicht gespielt. Das ist natürlich eher weniger gut. Ich meine, wie ich in Mexiko gestartet bin, hatte ich auch nur ein Training. Und davor bin ich auch 3 Wochen lang nicht gefahren und es war grässlich. Man hat ja gesehen, mein Lenkrad ist einfach abgegangen. Los geht's, ab geht's. RRL ist am Start. Ich hoffe nur, dass es niemanden raus hat. Ich meine, die Lobby scheint derzeit sehr stable zu sein, also wirklich sehr stabil. Aber ich hoffe, es hat... Ich sage es und ich glaube, es verkackt, oder? Nee. Okay. Wir starten. Hoffen wir mal, dass es keinen Regen geben wird. Und wenn doch, es wird lustig. Schwarzer Bildschirm und es schaut nach wunderschönen, nicht regnerischen Wetter aus. Schade. So, jetzt muss ich mich hier wieder kurz ein... reinschauen, wie das hier nochmal funktioniert hat alles. Aber mit ein paar Anfangsschwierigkeiten werden wir das alles hinbekommen und ich hoffe, es wird nicht regnen. Also ich hoffe doch ein bisschen, dass es regnen wird und Stevie schickt mir schon die Wettervorhersage durch und es bleibt zum Rennen und zum Qualifying sonnig. Also keine Wetterüberraschung heute, aber das heißt, es muss jetzt vieles über so ein Haas ist da rausgefahren. Da Ryde Hoxton ist das. Fährt als erster aus der Box hinaus. Also bleiben wir mal kurz auf ihn oben. Schauen wir mal, wie sich Ryde Hoxton auf der Strecke tut. Schauen wir mal, wie er sich da tut. Irgendwie mir gefällt die Telemetrie irgendwie nicht wirklich. Die Nummer 2 im Haas. Ob auch die Nummer 2 bei den Fahrern ist, weiß ich nicht, aber... Ach, Mexiko. Mexiko ist so eine schöne kurze Strecke. Ich glaube,
wie viele, ich glaube, wir fahren aber über 70 Runden, glaube ich. Also das ist schon eine Herausforderung. Jede Runde da konstant schnell und gut zu fahren. Okay, Red Toxin lässt da den Alfa Romeo Piloten durch. Das wird der Alfa Romeo von... Okay, Red Toxin lässt jeden durch. Na gut. Dann gehen wir auf MCX, der das Feld gerade anführt. Schauen wir mal MCX. Das ist ja auch so ein kleiner Geheimfavorit von mir. Oder geheim ist er ja nicht mehr. Er ist ja P3 auf der WM, in der WM-Tabelle. So, jetzt fährt er ins wunderschöne Stadion ein. Das ist, also das muss eine coole Atmosphäre sein, wenn du real dort bist. Microns auf harten Reifen auf der Outlap unterwegs. Interessant. Aber MCX, letzte Kurve, bevor die schnelle Runde losgeht. Und los geht die wilde Fahrt. Die Nummer 66 im Alfa Romeo. Er hat die lange Gerade. Ja, es ist auf 4 umgestellt. Muss aufpassen, dass er die Kurven nicht zu sehr cuttet. Nicht, dass die Rundenzeit dann ungültig ist. Das wäre dann natürlich ein bisschen bitter. Ich bin gespannt, was wir für Zeiten jetzt gerade in der A-Liga fahren. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir in der B-Liga ja nur eine 1, also nur unter Anführungszeichen eine 1,15 geschafft. Ich glaube, das war einer der besseren Zeiten, 1,15,4 oder so. Ich bin ja gespannt, was die Jungs jetzt hier zaubern. Natürlich, der erste Sektor war Purple. Bin ich gespannt, aber natürlich wieder wahrscheinlich auch im zweiten Sektor eine lilane Zeit fahren. Oder Unfall im, im Stadionbereich, da hat es einen ein Renault. Hat es anscheinend gedreht. So, was ist das für eine Zeit für den WM-Dritten? Letzte Kurve. Haut nochmal alles ERS raus, was er noch für die Runde verfügbar hat. Und eine 1,15,6. MCX, dann kommt der Königkiller mit einer 1,17,8. Red Toxin fährt jetzt in die letzte Runde rein, Kurve rein und fährt eine 1,16,6. Mima Racing mit einer 1,16,4, auch sehr stark, unser B-Liga-Fahrer. Im Ferrari unterwegs, kennt man gar nicht. Obi derzeit auf seiner Outlap, können wir jetzt nicht wirklich zuschauen. Johnny Esprit, bist du in der Box? Obi, waren wir immer noch. So, Bernd Racer. Ist derzeit auf seiner schnellen Runde, fährt jetzt ins Stadion hinein, der Toro Rosso Pilot. Vorletzte Kurve. Hat vor sich einen Williams. Ich hoffe, das haltet ihn nicht zu sehr auf. Oder bringt ihn zu sehr... Ah, es ist kein Williams, es ist ein Mercedes. Der Mercedes von Michael Reigns wahrscheinlich. Und eine 1,17,4. P6 derzeit für Bernd Racer. Jasperinho ist derzeit auf P3 vorgefahren mit der 1,16,4. Auch nicht schlecht. Flash, der Österreicher im Ferrari. Rutscht da ein bisschen sehr viel herum. Hat, glaube ich, noch nicht so ganz das Gefühl fürs Auto. Was nicht ist, kann ja aber noch werden. Bei den schnellen Kurven schaut es aber schon um einiges flüssiger und um einiges sicherer aus. Fährt da zwar ein bisschen übers Gras, aber kommt hier perfekt raus. Gelbe Flagge in Sektor 1, ich sehe aber nichts. Ich glaube, das ist einfach nur wegen der Box. Oh, uiuiuiuiuiuiuiui. Da hat er sich leicht gedreht. Schauen wir uns das nochmal an. Floxy Boxy hier gerade bei einer langsamen Runde. Da hat er einfach den Innenkorb voll mitgenommen und ist dann leider, hat dann leider das Auto komplett verloren. Soll Schlimmeres passieren als das? So, Marco, bist du auf deiner schnellen Runde, Kollege? Er ist auf seiner schnellen Runde, beendet den ersten Sekt, also ist jetzt beim Ende der ersten Geraden. Die Replays sind ja mega. Dankeschön, Dankeschön. Ich kann halt leider nur das replayen, was ich auch sehe. Deswegen gehen mir viele Umfälle
durch die Lappen, aber ich versuche so viele Unfälle, oder ich hoffe nicht, dass es viele Unfälle geben wird, aber viele coole Überholmanöver euch so irgendwie zu zeigen. Obi mit einer neuntstelligen Runde, 1.15.4. Bruder, was machst du nur? MCX mit einer 1.15.6. Es ist knapp zwischen den beiden, es ist knapp. Aber was wird sein Teamkollege der Marco jetzt machen? Schnellen S-Passagen hat er hier relativ gut erwischt. Kommt schön auch raus. Jetzt kommt er gleich in die Stadionpassage. Er rutscht hier nicht am Innenkorb aus, wie man sieht. Hat das ein bisschen besser gemacht als Flash. Fährt die Kurven wunderschön aus und Marco. P2 für Marco. P2 für Marco. Stevie ist jetzt auch noch auf seiner schnellen Runde. Schauen wir mal, wie er sich in der letzten Kurve vertut. Oh, okay, berührt er ganz leicht die Wand. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Chapter, ebenfalls auf Medium-Reifen unterwegs. Jetzt auch Einfahrt, letzte Kurve. Der schöne Williams wird hier in die Box getragen. Warum auch nicht? Force ebenfalls, glaube ich, auf seiner schnellen Runde fährt auf IRS3, auf nur hoch. Sehe ich auch selten. Und Force ist aber auf P4 mit der Zeit. Nicht schlecht. Schauen wir uns den Wand-Detscherer. Ich hoffe, ich habe den oben. Da ist er gleich. Da schauen wir uns den Wand-Detscherer vom lieben Stevie an. Da hat er ganz leicht die Wand berührt. Ich glaube, da hat aber der Flügel nichts abbekommen. Schaut nicht so. Oh, da haben wir gerade den Unfall gesehen. Oben im kleinen Fenster. Force dreht sich da in seiner Inlap wahrscheinlich. Er wird jetzt gleich in die Box reinfahren. Sorry, dass ich das nur auf dem kleinen Bildschirm hatte, aber ihr habt es wenigstens klein gesehen. Rocking Rookie, hello, du kleiner Starpilot. Was ist bei dir beim letzten Rennen falsch gewesen? Oder falsch? Scheint gut gewesen zu sein. DP Anigames? Hat DP Anigames eine Quali-Sperre oder warum ist er da nicht losgefahren? Nee, ich wollte es gerade sagen und dann wäre er schon los, als wenn er den Stream gehört hätte. Ich habe gehört, Obi fährt mit meinem Setup, dann kann es ja nur gut sein. Ich meine, was hast du aufgeführt, Rocking Rookie? Du warst ja nicht zu halten im Donnerstagsrennen beim Donnerstagsrennen letzte Woche. Krass. Schauen wir mal unseren Lehrer ein bisschen zu. Er wärmt sich gerade seine Mediums auf. Schauen wir mal, jetzt, wir haben jetzt 9 Minuten, wir haben jetzt gut die Hälfte geschafft vom Qualifying. Auf P1 befindet sich derzeit der Obi mit einer 1.15.4. Knapp dahinter sein Teamkollege mit einer 1.15.5. MCX, also wir haben eigentlich gerade den WM-Stand da in den ersten Top 3. Mit einer 1.15.6, also super knapp beieinander die ersten drei. Obwohl Force mit einer 1.15.9 auch nicht schlecht weit oder nicht weit hinten ist. Mima auf P5, Jasperinio auf 6, sehr stark. Wright Hoxen auf 7, Tobi auf 8, Bernd Racer auf 9, Stevie auf 10, den Namen, den ich eigentlich gar nicht mehr aussprechen darf. Dann haben wir Floxy auf 11, die zwei Brüder schenken sich gerade wenig. El Nacho auf 12, der frisch gewordene Papa. Dann Locke auf 13, McLaren's auf 14, jedoch auf Mediums derzeit die schnellste Runde gefahren. Und der Königkiller mit, mit einer 1.17.8 auf P15 und... Währenddessen fährt DP Anigames seine erste schnelle Runde mit Medium-Reifen. DRS ist offen. Vor ihm jetzt leider ein Renault, aber das sollte noch genug Platz sein. Windschatten, glaube ich, kriegt er da relativ wenig, aber ich glaube, bei der nächsten DRS-Geraden könnte er da ein bisschen von den Windschatten profitieren. Na, dafür ist er noch ein bisschen zu weit weg. Der Racing Point Pilot lässt ihm da auch relativ viel Platz, der Renault-Pilot. Schauen wir mal, was sich da der Herr Lehrer für eine Zeit erlaubt. MCX wird da ein... Bro. Einfach halbe Sekunde schneller als Obi. Aber mal auf easy. Mehr als eine halbe Sekunde. MCX mit einer 1.14.8. Krass. Krasse Nummer. Und wir haben in Sektor 1 und 2 eine gelbe Flagge. Ich sehe derzeit aber nichts, dass da jetzt irgendwas passiert wäre. Also wird da nicht viel passiert sein. Die Stadionpassage, wie gesagt, ich möchte echt einmal live dabei sein. Das muss echt ein krasses Feeling sein.
Letzte Kurve für DP Annie Games. Was wird sich Dominik für eine Zeit leisten? 1.13, 1.14, 1.15. Ui, 1.16.5. Nur P9 für den Herr Lehrer. Das geht besser. Das geht bei weitem besser. Michael Reigns ebenfalls auf seiner schnellen Runde. Unser Regengott. Unser selbsternannter Regengott mit minimal überzogenen Ego. Schauen wir mal, wie er sich in Mexiko tut. Und Marco Buddha, Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen in der RRL. Cool, dass du da bist, cool, dass du einen Follow-Knopf gedruckt hast und ja, viel Spaß beim Rennen heute. So, Michael, zeig uns, was du kannst. Zeig uns, dass du nicht nur mit Glück gewonnen hast, sondern ein bisschen auch vielleicht mit Können. Ich werde kurz den Spielsound etwas lauter machen, in der Hoffnung, dass der Spielsound nicht zu leise ist. Oder nicht zu laut ist jetzt, besser gesagt. So, oi. Da hat er sich gedreht, da hat er sich gedreht und er dreht sich weiter. Schauen wir uns gleich nochmal im Real Life an. Währenddessen gehen wir mal auf den Vlog, er ist auf seiner Outlap, deswegen schauen wir uns den Chapter an. Der auf P4 ist ganz stark. Ne, wir schauen uns den Force an. Stark, Michael. Echt stark. Force ist aber ebenfalls nicht in seiner schnellen Runde. Er ist auf komplett null. Deswegen gehen wir jetzt mal auf den Namen, der ist auch auf null. Hat ihr alles gerade in eurer Outlap oder wie? Oder habt einfach keinen Bock mehr zu fahren? Ah, aber Jasperinho, du enttäuscht mich nicht. Du bist jetzt auf deiner Stellenrunde. Das freut mich. Team Locke. Easy. Locke ist sehr stark auf P16. Bisschen Verbesserungspotenzial ist noch da, aber wir haben ja noch knappe 4,5 Minuten Zeit. Eine schnelle Runde geht sich auf jeden Fall noch aus. Da kannst du noch ganz gemütlich fahren. Also da ist doch einiges drinnen. Für die Fahrer, die derzeit fahren. So, der McLaren-Pilot hat sich verbessert auf P7. Stark. Da, Wright Hoxon. Ebenfalls dicht ist an der schnellen Runde. Jungs, was macht ihr? Ah, Floxy, du enttäuscht mich auch nicht. Du bist jetzt auch auf deiner schnellen Runde. Fährt die SS wie durch Butter. Wie auf Schienen. Die schnellen Kurven sind halt mit dem Controller eine Katastrophe. Und jetzt stell dir vor, du hast ein Lenkrad, was schief auf dem Playseat drauf sitzt. Dann weißt du, was eine Katastrophe ist. Obi mit einer erneuten... Alter, Obi. Obi ist einfach erstmal eine Sekunde schneller als seine Zeit davor. Obi, what are you doing? Obi mit einer 1.14.401. Das möchte ich eigentlich... Nee, Obi. Nee, hör auf. Hör auf, Obi. Obi. Warum machen Sachen? Das ist eine starke Zeit, Obi. Das schaffe ich nicht einmal, wenn ich abkürze. Und hello, Kai. Dann schauen wir mal den lieben Bernd Racer zu. Im Toro Rosso ist er unterwegs. Brettet da ordentlich über die Curbs. Sieht man schön, wie sich das Auto so bewegt mit den Curbs. Ist richtig cool gemacht. Kommt jetzt in die SS. Fährt die auch sehr ruhig. Sehr sicher auf jeden Fall. Schaut nicht schlecht aus, was die Fahrer hier gerade fabrizieren. Gefällt bisher, was ich hier sehe. Oh, Sektor 1, gelbe Flagge, das ist aber Standard, da ist nichts passiert anscheinend. Boah. Stadionpassage, auch eine wunderschöne Kamerafahrt hier. Bitte gern mehr davon spielen. Letzte Kurve, sehr tricky zu nehmen. Ja, und Racer hat sich um einen Platz verbessert, was ich mich jetzt gerade erinnern kann. Ja, nicht schlecht. Und Rocking Wookie schreibt gerade B-Liga-Pole 1.15.3.
Also hat Obi hier einfach mal eine Sekunde noch aus dem Kurs hinausgeholt. Das ist schon eine Nummer. Locke fährt jetzt auch seine zweite Stelle Runde hinterher anscheinend. Bleiben wir mal kurz bei ihm drauf. Von Sabinio, ja, von wem sonst, Rocking Rookie? Von wem sonst? Von mir war die Polezeit auf jeden Fall nicht. Und Sabinio ist, glaube ich, von der B mit Abstand einer der schnellsten Fahrer. Und hat verdient die Pole geholt in Mexiko. So, Locke fährt jetzt seine zweite schnelle Runde gleich hinterher, glaube ich. Ja, es wird langsam sehr knapp. Der Mercedes-Pilot geht hier aus seiner Grenzen, bricht fast das Heck aus, aber noch gut abgefangen. Beginnt jetzt gleich bei den SS. Sind sehr tricky zu fahren. Also die SS richtig zu fahren, da musst du fast eine Meisterprüfung ablegen. Und Rocking Wookie sagt es gerade, wenn man gerade vom Teufel spricht. Boah. Hart an seinen Grenzen, der liebe Locke. Aber er hat es gleich geschafft. Biegt jetzt in die Abteilungssektor, Ding, wie auch immer wir das nennen möchten, ab. 51 Sekunden sind noch zu fahren. Da hat sich ein Racing Point, sehe ich auf der Minimap, kurz vor Sektor 2 gedreht oder so. Und für Locke wird es keine Verbesserung. Johnny Esprit ist das. Flügel scheint aber noch in Ordnung zu sein. Ja, er hat sich einfach nur gedreht. Kann vorkommen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Lief mit der Lobby, hatte alles Probleme? Ja, konnte mich nicht beschweren. Michael Race ist aber auf einer... Oh, Michael, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ups, bin ich gar nicht gewohnt, Michael so weit vorne zu sehen. P3 für unseren Monza-Sieger. MCX. Jetzt liegt's an dir. Wunderschön smooth kommt er hier durch die SS. Komm schon, MCX. Komm schon. Kommt hier sehr weit raus, leider. Erwischt die Kurve aber relativ gut. Nächste. Au. Das sah nicht so gut aus. Ich weiß ja nicht. Und er fährt auch in die Box. Das sah echt nicht so gut aus. So, Marco ebenfalls. Nee, Marco ist auf einer langsamen Runde. Wir haben hier Tobi noch auf einer schnellen Runde. Das sieht aber alles andere schnell aus. Gasparinho, ebenfalls auch auf einer schnellen Runde, befindet sich gerade in den SS. Uiuiui. Das sieht immer so arg aus, wie sie da über die Curbs rüberbrettern, aber... Wer, wenn nicht unsere Jungs schaffen es, das Auto noch unter Kontrolle zu haben, echt stark. Kommt hier sehr weit raus, muss hier echt vom Gas gehen. Ich glaube, das wird keine Verbesserung. Ich möchte das jetzt einmal so stehen lassen. Ja, ich werde auch in die Box gleich. Obi ist aber noch auf einer schnellen Runde. Dann schauen wir den lieben Ligaleiter noch einmal zu, wie er jetzt da in die Box reinfährt. Somit steht an und für sich unsere Aufstellung für das Rennen. Für unser... Für unser Rennen in Mexiko. Ja. Man konnte es fast erwarten. Obi auf P1. MCX auf P2. Marco auf 3. Flash sehr stark auf P4. Michael Reigns. Michael, da hast du mal wieder gezeigt, du kannst gut fahren. Auf P5 DP Anigames. Auf P6. Nicht schlecht, Herr Lehrer. Auf P7 haben wir den Tobi. Der Chapter auf 8. Force auf 9, Flox auf 10, Jasperinho auf 11, Mimo Racing auf 12, Red Hoxen auf 13, Stevie auf 14, El Nacho auf 15, Bernd Racer auf 16, Johnny Esprit auf 17, Locke auf 18, der König-Killer, da merkt man leider, dass er anscheinend schon länger nicht mehr gefahren ist, auf P19 und dank der Quali-Strafe die deutsche Zahnfee auf P20. So, den Namen Rap hätte ich geschafft. Ich bin stolz auf mich, dass ich das ohne mich wirklich arg zu verhaspeln geschafft habe. Aber schaut euch Obis Zeit an. Das ist nicht normal. Krass. Krass, Obi. Und das nur wegen Rocking Rookies Setup. Hätte mir Rocking Rookie auch einmal sein Setup gegeben, dann hätte ich sicher mein Lenkrad nicht verloren. Manche Leute verlieren Reifen. Ich verliere mein Lenkrad.
Edelmalt schreibt, bitte schnell starten, muss zur Nachtschicht. Üff. Jetzt in zur Nachtschicht, das fühlt mich halt überhaupt nicht reizen. Wenn, dafür muss ich morgen um 5:30 raus, aber ja, was will man tun? Was will man tun? Irgendwoher muss man sich ja das Geld verdienen, damit man sich ein RL-T-Shirt leisten kann, oder nicht? So, machen wir währenddessen wieder ein bisschen Musik an, damit uns nicht so langweilig ist. Schauen wir mal, wann das Rennen starten wird, dann kann man wissen, wie lange wir quatschen können. Rennstart ist um 20.40 Uhr, das heißt, wir haben noch gute 7 Minuten Zeit. Wir könnten uns eigentlich währenddessen kurz nochmal die Tabelle anschauen, für die, die am Anfang nicht dabei waren, damit das irgendwie, damit wir die Zeit ein bisschen überbrücken. Gehen wir in die Tabelle der A-Serie und schauen uns das noch einmal an. Und zwar Obi auf P1, Marco auf 2. Also die drei, die haben sich echt gerne, haben sich drei wirklich gesucht. Vielleicht nicht gesucht, aber sie haben sich auf jeden Fall gefunden. Auf jeden Fall haben sie sich gefunden. Hoppala. Das wollte ich so nicht. Besser früh raus als KA. Meinst du mit KA Kurzarbeit? Wenn ja, hast du absolut recht. Ich bin froh, dass ich nicht den Gwendo Kurzarbeit meinst. So. Michael. Michael ist aber wirklich auch dicht dran am Renault-Piloten hier, dessen Namen ich ja nicht nennen darf. Mit 199 Punkten, aber Potato, leider fährt der Potato nicht mit. Ach, Potato, du musst mal wieder mitfahren. Obi braucht wieder Konkurrenz. Obwohl Marco und M6 natürlich eine krass starke Konkurrenz, aber Potato macht hin und wieder aus dem Unmöglichen, macht er irgendwie irgendwas möglich. Ich möchte nur an ein paar Rennen erinnern. Tabelle nicht aktuell, kein Japan. Die A-Serie ist derzeit noch kein Japan gefahren. Das ist ja leider abgesagt worden oder verschoben worden. Das wird Vereinigte Emiraten, wie heißt denn das? Abu Dhabi wird Japan nachgefahren, mehr oder weniger. Also Japan ist nicht ausgefallen, aber wird auf jeden Fall nachgetragen. Ja. Wir haben heute leider viele, viele Ersatzfahrer nur dabei und keine, und nicht so viele Stammfahrer. Aber ich hoffe, das wird sich bald ändern, denn ich würde gerne mal wieder, den Potato sehen. Den würde ich wirklich mal wieder gerne sehen und den Cluster auch im Ferrari. Vermisse ich irgendwie ein bisschen. Aber Japan wurde derzeit nur in der Sonntagsliga und in der B-Liga gefahren. Der B-Liga wurde auch gefahren, aber noch nicht in der A-Liga. Kannst du ja nicht wissen, Rocking Rookie, also du bist ja kein Fahrer in der A. Leider! Jetzt mit deinem letzten Ergebnis könntest du ruhig in der A-Liga fahren. Ich meine, du hast uns ja alle denunziert quasi. Oh, Spitze. Ich glaube, wir werden alle zu Drogendealern. Immer wenn ich auf der Website bin, sehe ich so irgendeine Spritze oder so. Das ist irgendwie, ich werde süchtig. Muss irgendwie Spritzen sammeln. Wenn das jetzt mein Vater hören würde, ich glaube, er würde mich töten. So, gehen wir mal wieder ins Game hinein, bevor ich wieder noch mehr Blödsinn rede. Ich meine, ich rede sonst schon genug Blödsinn, aber lassen wir es nicht zu noch mehr Blödsinn werden. Ich bewege mich einfach nur einen halben Meter und genehmige mir etwas zu trinken und mache währenddessen mein Fenster zu, denn es wird langsam etwas frisch. Nur mit T-Shirt. Wunderschönen Sonnenaufgang verpasst. Eka. Wenn die A-Liga fährt, darf man keinen Sonnenaufgang anschauen. Ah, Sonnenaufgang nehme ich. Sonnenuntergang anschauen. So.
So. Die Stimmbänder sind mehr oder weniger geölt. In 2 Minuten geht der Grand Prix los. Ah, ich freue mich wie ein Schnitzel auf das Rennen. Vor allem diese Stadionpassage, das könnte auch so richtig, richtig spannend werden. Wie wird das Wetter in Mexiko? In Mexiko wird es wunderschön sonnig sein. Also kein Regen, kein... Schade eigentlich. Also so ein Regen wäre schon auch cool gewesen. Das wäre vor allem, glaube ich, für so eine deutsche Zahnfee wäre das schon... Da hätte er noch weit nach vorne kommen können, aber nicht so möglich. Und drückt natürlich der deutschen Zahnfee ganz besonders fest die Daumen. Denn die letzte Formkurve hat stetig nach oben gezeigt. Aber vielleicht kann er im Rennen einfach auch überzeugen. Aber an und für sich soll es schön bleiben im Rennen. Also werden wir viele Überholmanöver sehen. Und darauf freue ich mich wirklich wie ein Schnitzel darauf. Es ist jetzt natürlich auch fragwürdig, weil wir haben jetzt heute wirklich viele Ersatzfahrer dabei, die noch nie wirklich gefahren sind bei uns, also die ich jetzt persönlich noch nie gesehen habe, bei uns fahren. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt, wie die Rennpace von den Leuten sein wird. Aber sie werden uns sicher gleich zeigen, wie gut sie sind und dass wir sie nicht unterschätzen sollten. Also eine Rennpace und eine Quali-Pace ist ja immer ein Unterschied. Aber... Bin ich gespannt. Freue mich aber immer auf die Startphase. Auf die erste Kurve vor allem. Und Obi hat schon auf Go gedrückt, deswegen in ein paar Sekunden geht die Einführungsrunde los. Wir fahren 71 Runden. Bin gespannt. Und Obi macht gleich einmal einen fetten Start. Und wie geht's natürlich jetzt aus? Ich bin gespannt wie ein Schnitzel. Vor allem MCX auf 2, Marco auf 3, Flash auf 4. Wir haben so ein schönes durchmischtes Fahrerfeld. Den besten B-Liga-Fahrer, den ich gerade sehe, ist tatsächlich Floxy. Floxy! Let's go, Flox! Das Brinio auf 11. Gehen wir nochmal ganz schnell diese Startaufstellung durch. Wir haben... Also Rocking Rookie können eigentlich easy A-Liga fahren. Also nach dem letzten Rennen. Das war ja krass, was er da abgeliefert hat. Das war unfassbar. Obi auf P1, MCX auf 2, Marco auf 3, Flash auf 4, Michael Reigns auf 5, DP Anigames auf P6, Tobi auf 7, Chapter auf 8, Force auf 9, RRL Vlogs auf 10, Jasperinio auf 11, Mima Racing auf 12, Freitoxen auf 13, Stevie auf 14, El Nacho auf 15, Bernd Racer auf 16, Johnny Esprit auf 17, Locke auf 8 und der Königkiller auf 19. Last but not least haben wir die deutsche Zahnfee, der dank einer Quali-Strafe auf P20 startet. Ich freue mich auf das Rennen, ich freue mich auf die Startphase, ich freue mich auf das Highlight, was wir gleich machen werden mit den Replays. Ach, das wird herrlich. Ich freue mich gerade wirklich mega. Ich freue mich mega wieder irgendwie euch mit meinem Stumpfsinn voll labern zu können. Das hat mir jetzt wirklich ein paar Wochen lang gefehlt. So, Obi befindet sich... Oh, da sind zwei Leute einfach stehen geblieben. Ein Williams-Pilot und ein Mercedes, glaube ich, ist das. Und Rocking Rookie denkt schon ans Zurücktreten. Nee, Rocking Rookie, du wirst noch ein paar Rennen bei uns fahren. Ich möchte noch ein paar Mal gegen dich fighten. Oh, da ist einer ein bisschen unsicher. Okay.
Der Grand Prix beginnt in wenigen Sekunden und los geht die wilde Fahrt. Wir bleiben mal auf Obi drauf. Ich hoffe, da sehen wir die. Oh mein Gott, die Startampel. Sie gehen an 2, 3, 4, 5 und sie gehen aus. Gleich. Und der Grand Prix eröffnet von Mexiko. Oder hinten. Da hinten geht es ein bisschen ab. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, sie fahren da 4 Leute nebeneinander. Oh, da fahren 5 Leute nebeneinander gefühlt. Aber es scheint. Jeder fährt eine Kurve, niemand fährt geradeaus. Oder? Habe ich irgendwas gesehen? Nee. Nee, es scheint. Es scheint irgendwie ohne Unfall vorangegangen zu sein. Ohne wirklich. Johnny Esprit zwar auf P20, wie auch immer das möglich ist, aber. Oh, da ist nur ein McLaren ein bisschen im Gras. Aber sonst. Sonst haben wir eine ruhige Startphase! Führender, schnellste Runde machen. Wir machen wir machen Intervall und wir machen Positionsänderung. Und schauen uns an, es hat sich nicht viel getan. Die ersten 5 sind sowieso gleich geblieben. Force mit 3 gewonnenen Plätzen, Chapter mit 1 gewonnenen Platz, Tobi mit 1 verlorenen, DP Anigames auch einen schlechten Start gehabt. Und sonst Gewinner auf jeden Fall Deutsche Zahn, 5 gut gewonnene Plätze und Johnny Esprit mit 3 verlorenen. Und Obi mit einer 9 schnellsten Rennrunde. Erste Runde und ohne groben Unfall, den ich gesehen habe. Das wird ja noch was mit uns. Wir haben einen Rennstart ohne Unfall. Einen Rennstart ohne Unfall. Wann durfte ich denn das letzte Mal sehen? Und Obi fährt da einfach den MCX gerade ein bisschen einfach davon. 1,3 Sekunden. Schon Unterschied fast. Das ist ja unfassbar. Mein Johnny Esprit ist zwar in der Box, aber ich glaube, der hat am Anfang wahrscheinlich irgendjemanden berührt, ganz leicht. Musste wahrscheinlich den Flügel wechseln, aber Chapter 3 Sekunden Zeitstrafe. Uiuiui, da werden es viele. Oh, da war ja ganz vergessen. Da werden ein paar Zeitstrafen, glaube ich, reindonnern heute. Schauen wir mal hier den Zweikampf-Chapter gegen Force zu. Finden sich gerade in den SS. Ist sehr schwer zu überholen, fast unmöglich quasi da zu überholen. Aber er ist da dran am Force. Schauen wir uns auch mal die Reifen an, die jeder gerade oben hat. Einheitlich, also fast alle fahren Softs, so ein paar Leute mit Mediums. Obi mit einer MCX mit einer neuen schnellsten Runde, 1:19.893. Der ist noch nicht freigegeben worden. Oh doch, jetzt ist es freigegeben worden. Aber wieder erst in einer Runde, glaube ich, usen können. Der Chapter. DP Anigames geht hier hinten auf jeden Fall an Tobi vorbei. Oh, das ist ein Überholmanöver. Oh mein Gott. Rad an Rad Duell, aber Chapter hat da die Nase vorne. Ob das jetzt ein ganz so fairer Zweikampf war, ich lasse das einmal so dahingestellt. Aber schauen wir uns das einmal an. Währenddessen holt eigentlich auch Force zum Gegenschlag aus, aber er kann derzeit nicht angreifen. DP Anigames auch, glaube ich, mit ein bisschen Wut im Bauch, dass er am Anfang doch ein paar Plätze verloren hat. Aber das Rennen ist noch lang. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch, dass sich der DP Anigames noch ein bisschen nach vorne schlagen kann. Wir haben hier hinten einen Zweikampf von einem Renault gegen einen. Ist das ein... Ja, ein Alfa Romeo. Das wird, glaube ich, jetzt auch gleich interessant werden bei der DRS-Geraden. Obi mit einer 9 schnellsten Rennrunde, 1:19.873. Nacho mit einer erneuten 3 Sekunden Zeitstrafe. Oh, da wird da wieder gleich vorbeiziehen. Oh, das sah jetzt gerade aus, als hätte er echt... Na gut, er hat einen massiven Geschwindigkeitsüberschuss. Ist jetzt... quasi vorbei. Der ist es halt offen, aber... Oh. Okay. Na gut. Zahnfee ist jetzt auch an Floxy vorbeigegangen. Stark.
mittlerweile auf P13 nach vorne gefahren. Kann jetzt auch noch das DRS benutzen und kommt so ein bisschen weiter weg von Phlox. Oben spielt sich's auch ein bisschen ab. Gehen wir mal. Hoppala, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier öffnen. Gehen wir mal zum lieben Michael. Bei dem scheint es gerade auch. Der scheint gerade auch auf der Jagd zu sein. Auf Chapter. Obwohl, ja, Chapter. Chapter jagt den Flash. In der Stadionpassage. Jetzt ist natürlich die Frage, wer macht wie viele Boxenstops? Das ist. Oh, da erwischt Flash leider einen relativ schlechten Exit. Da kann Chapter relativ easy vorbeigehen mit DRS und ist jetzt auch schon vor der Kurve noch ein paar hundert Meter davor vorbeigegangen. Muss jetzt nur ganz normal bremsen, ohne dass er jetzt irgendjemanden ausbremst. Hat aber eine Endplatte verloren. Chapter fährt nur noch mit. Fährt nur noch mit einer Endplatte. Auch nicht schlecht. Ich glaube, da ist einfach das Aero-Paket von Williams dann besser, wenn du nur noch mit einer Endplatte fährst. Oh, da, was ist da passiert? Da, Michael. Michael! What is happening? Wo ist ihre Endplatte? Herr Reigns. Oh, jetzt dreht er sich nochmal. Stark, Michael. Stark. Die Zahnfee holt immer mehr auf. Ist zwar jetzt auf P16 zurückgefallen, aber er hat Locke hier quasi vor den Augen, vorm Visier, auf... mir ist gerade das Wort nicht eingefallen, deswegen sorry, dass dieser Satz nicht voll... Oh mein Gott. Ist jetzt auf jeden Fall schneller als Locke hier. Gehen wir mal in die Cockpit-Perspektive. Hat einen deutlich besseren Exit erwischt als Locke. DRS ist offen. Man darf nicht vergessen, Zahnfee ist auf Medium-Reifen unterwegs. Und da ist die Zahnfee vorbei. Congrats to P15. Roy Toxen jagt hier Mima Racing. Was ist denn da los? Diese Zweikämpfe sind ja abnormal, wie viele Zweikämpfe es gerade gibt. Zahnfee hatte eine Quali-Sperre, genau. Er hat leider dadurch keine Zeit setzen können, aber hat sich mittlerweile auf P15 vorgearbeitet. Nicht schlecht. Und ist auch dran am König-Killer. Alright, Toxen. Schmeckt da schon mal das Auspuffrohr vom lieben Mima? War da gerade in dem Stadionpassage sehr nah an seinen Auspuff dran. Und hat jetzt auch Mima wieder mit einem Balken. Stark, Mima! Stark! Boah. Da zieht er einfach so nach rechts. Und geht da auch richtig easy vorbei. So und nicht anders. Ah? Hat sich aber leicht verbremst. Kann der Mima nochmal ausholen? Nee. Naja, das Nee war vielleicht gerade ein bisschen zu früh. Jedoch hat White Hoxen da DRS bekommen und Mima nicht. Das ist natürlich jetzt bitter. Da hätte Mima, glaube ich, vorbeigehen können, wenn er DRS gehabt hätte. Bleiben wir noch kurz auf den beiden oben. Scheint gerade sehr interessant bei denen zu sein. Michael Reigns mittlerweile auf harten Reifen unterwegs. Auch spannende Reifenentscheidung von Team Mercedes. Ja, gut. Wenn man drauf steht, auf harten Reifen zu fahren, ist das okay. Muss natürlich die Temperatur in die Reifen reinbekommen. Das ist natürlich bei harten Reifen relativ schwer. Aber wer, wenn nicht unser Italiensieger El Nacho mit noch einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Ich glaube, das Kind lenkt ihn ein bisschen ab. Bin mir da nicht ganz so sicher, aber ich glaube, das Kind lenkt ihn da so ein bisschen ab.
So, wird Mima jetzt angreifen können? Er wird jetzt höchstwahrscheinlich DRS bekommen. So, ist es, denn der Flügel geht auf, wird flach gestellt, saugt sich daran und geht da jetzt vorbei ohne große Probleme. Ist jetzt, glaube ich, auch gleicher Höhe, wenn nicht sogar vorbei. Genau, ist vorbei. Und zieht da relativ schön vorbei. Die Zahnfee macht einen Boxenstopp. Er war doch auf Mediums unterwegs. Zahnfee war doch auf Mediums unterwegs und hat 8 Runden durchgehalten. Das ist interessant. Schauen wir mal nach vorne. Vorne hat sich relativ wenig getan. Obi mittlerweile mit 2,4 Sekunden Abstand auf MCX. Jo, Marco mit 1,8 Sekunden Abstand auf MCX. Also, ja. Obi scheint da relativ safe zu sein. Gehen wir da ganz kurz auf DP Anigames, der ist da nämlich am Flash dran. Sorry, dass ich da von Obi gerade weggehe. Aber wenn wir einen Zweikampf sehen können, dann möchte ich mir den auch gerne anschauen. Sofern dieser fair abläuft. Flügel wurde flachgestellt. Ein wunderschöner... Frontflügel sehen wir da. Und Leo Crazy, Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen bei uns in der RL. Chapter mit einer erneuten Zeitstrafe. Ui, das war jetzt sehr knapp. Es ist wieder offen und jetzt sollte DP Anigames aber vorbeigehen. Geht er vorbei, geht er vorbei? Er geht nicht ganz vorbei. Die sind doch... Oh mein Gott, Jungs. Er lässt ihn da ganz wenig Platz, DP Anigames. Huch. Da mal... Ein interessanter Zweikampf. Und sie fighten weiter in den SS. Klar, in den SS habe ich nichts Besseres zu tun, als einen Zweikampf zu fahren. Okay, jetzt bremst auch ein bisschen DP Anigames ab. Das war ein interessanter Zweikampf, würde ich ja mal behaupten. Das war ein wirklich interessanter Zweikampf. Aber Marco, ich sage, Marco hat irgendwie über eine Sekunde Abstand und plötzlich hat er den Abstand schon auf eine knappe Sekunde reduziert. Kann dann DRS aufmachen? Er kann DRS aufmachen und wird jetzt ein bisschen näher kommen an den MCX, aber anscheinend scheint da Marco einen schlechten Exit gehabt zu haben, denn er hat schon über eine Sekunde wieder Abstand. Ah, das ist bitter. Komm schon, Marco. Zeig uns das Red Bull Flügelverleiht. Da haben wir einen spannenden Dreikampf zwischen Jasperinho, Mima und Rytoxen. Zahnfee mit einer neuen schnellsten Rennrunde. Stark von der Zahnfee. Und die drei werden, glaube ich, ein bisschen weiter kämpfen. So und nicht anders wollen wir das haben. So und nicht anders. Boah, kommt Retox ist sehr weit raus. Ich glaube, bei der nächsten DRS könnte Mima vielleicht ein bisschen dran glauben. Schauen wir mal. Ja, wie steht jetzt den besseren Exit aus der letzten Kurve? Obi mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Oh, Obi! Aber Obi schon mit 3,94 Sekunden Abstand schon auf MCX. Was auch immer Obi hier fährt. Ich glaube, Obi fährt hier gerade sein eigenes Rennen. Aber dadurch, dass Mima auch das DRS von Jasperinho bekommen hat, kommt der Rytoxen nicht wirklich näher. Bernd Racer auf P15. Ebenfalls mit DRS. Kommt da doch näher an El Nacho? Doch, ja, er kommt näher. Greift aber auf jeden Fall noch nicht an. Das wäre jetzt sehr früh, wenn er jetzt hier schon reinstechen würde. MCX ebenfalls mit einer 3-Sekunden-Strafe. Das könnte am Ende nochmal interessant werden. Marco, glaube ich, hat jetzt auch kurz eine Zeitstrafe gesehen unten. Locke hat einen Boxenstopp.
Interessante Kameraperspektive. Danke, Spiel. Red Toxen, 3 Sekunden Zeitstrafe. Gehen wir gleich einmal. Opa, jedes Mal drücke ich gerade die falsche Taste. Der Dreikampf ist hier noch lange nicht vorbei. Red Toxen jedoch auf 10 Runden alten Softreifen mittlerweile unterwegs. Und die anderen zwei Jungs auf Medium-Reifen. Das heißt, der Reifenvorteil sollte jetzt bei den Jungs mit dem Medium sein. Aber Red Toxen scheint da eine gute Pace mit seinen Softreifen gefunden zu haben. Ich meine, lange, glaube ich, werden sie nicht mehr durchhalten, aber solange kann wieder pushen mit denen. Und er ist super nah dran an Mima. Zahnfee mit einer erneuten schnellsten Rennrunde, 1.19.4. Und Red Toxen hat Jasperinho überholt. Das ist gerade an mir vorbeigegangen, als wenn ich gerade irgendwie einen Sekundenschlaf gehabt hätte. Somit Red Toxen auf P11. Stevie ist da an dem Ferrari-Piloten dran. Ups, ich habe seinen Namen ausgesprochen. Kampf um P6. Floxy, 3 Sekunden Zeitstrafe. Die wird natürlich DRS haben. So ist es. Stellt den Flügel flach. Kommt immer näher. Saugt sich quasi hinan. Saugt sich quasi ran und geht auch vor der Kurve noch vorbei. Bremst ein bisschen später, aber ist kein Problem. Kommt da gut vorbei, der Renault-Pilot. Somit P6 für Stevie. Obi mittlerweile 4,4 Sekunden Vorsprung auf MCX. Marco hat jetzt wieder einen kleinen Polster oder hat eine kleine Lücke aufgelassen. 2,3 Sekunden mittlerweile Abstand zwischen ihm und MCX. Und hinter ihnen haben wir Chapter. Auch sehr stark auf P4. Und DP Anigames gut nach vorne gefahren. Er scheint jetzt gerade das Rennen gefunden zu haben. P5 nicht schlecht. Wir werden dann mal wieder zu Bernd Racer schalten. Der scheint hier gerade im Clinch zu sein mit El Nacho. Fahren gerade in den SS. Nacho mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Oh, bremst es sehr spät. Bernd Racer. Das hätte auch mal ins Auge gehen können. Stevie mit einer erneuten 3 Sekunden Zeitstrafe. Ich meine, die Zeitstrafen, die rasseln hier hinein. Gefühlt alle 2 Sekunden haben wir eine neue Zeitstrafe. Obi macht den Hamilton. Absolut. Obi macht wirklich gerade den Hamilton. Er deklassiert quasi das Feld. Aber Bernd Racer, boah, ist super knapp hinter El Nacho. Der möchte nicht mehr lange hinter denen hinterherfahren. Ich meine, das Problem ist, Bernd Racer ist halt schon 13 Runden mit seinen Soften unterwegs und El Nacho erst 13 Runden mit seinen Mediums. Das heißt, der Reifenvorteil ist da absolut bei El Nacho. Der hat absolut noch die besseren Reifen wahrscheinlich. Aber Bernd Racer kann die Pace einfach gerade relativ gut mitgehen. Aber die Reifen werden halt auch nicht besser, wenn er ewig lang hinter El Nacho herumfährt. Das ist natürlich auch eher semi-optimal. Fan von Obi. Danke für das Follow, Fan von Obi. Jetzt kommen wir in die wunderschöne Stadion. Ins wunderschöne Stadionsektor-Dings, wie auch immer wir das nennen wollen. Gelbe Flagge in Sektor 2 scheint nichts Arges zu sein. Nö.
Aber Bernd Racer kommt da irgendwie nicht vorbei. Tobi und Mima Racing. Alfa Romeo gegen Ferrari. Wer wird sich da durchsetzen? Gasparinho geht da an Red Hoxen vorbei. Ich meine, wie gesagt, Red Hoxen ist auch schon seit 14 Runden auf seinen Soften unterwegs. Das ist... Es wird langsam schwer, mit den alten, weichen Reifen noch schnelle und konstante Runden zu fahren. Ich glaube, ich hätte niemals 14 Runden auf den Reifen geschafft, aber mir geht ja auch mitten im Rennen das Lenkrad ab. Andres hat gerade irgendwie anscheinend einen Fehler gemacht, ist wieder eine Sekunde hinter Mima. Und die zwei, die haben sich, glaube ich, auch besonders gern heute. Also die zwei bekriegen sich gerade auch schon seit gefühlt 16 Runden. Bernd Racer kommt aber einfach nicht vorbei. Das ist ganz komisch. Bestimmt seine Mama. Jetzt hätte ich was sagen können, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu gemein gewesen. So, Rytoxen ist an der Box, holt sich neue Softs. Ist der erste, der mit den Softs gestoppt hat, deswegen. Ich glaube, bald werden auch so Obi und MCX in die Box gehen. Ich bin ja gespannt auf die Boxenstrategie jetzt von Obi. Bei Obi schon fast 6 Sekunden vor MCX. Das ist halt schon... Das ist schon krass. Also das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Gasparinho bekämpft da gerade den Tobi oder legt sich da gerade den Tobi ein bisschen zurecht. So, DRS ist offen. Gasparinho zieht da relativ easy an ihm vorbei. Benutzt jetzt auch nicht arg viel ERS. Tobi war zwar auf Überholen, aber er konnte den Angriff einfach nicht abwehren. Ja, da haben wir auch einen Vierkampf quasi. Rytoxen ist jetzt hinter der Zahnfee, hinter seinen Teamkollegen, hat jedoch die frischeren Reifen. Bernd Racer ist jetzt an der an Nacho vorbei und Juve 414, Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Das ist jetzt auch gerade interessant bei denen. Gehen wir mal da kurz zu Rytoxen. Oh, Rytoxen. Das nenne ich mal ein Überholmanöver. So, und nicht anders gehört, sich überholt. Hoppla. Oh, jetzt habe ich gleich... Ah, jetzt passt es wieder. Und wieder bin ich zu schnell beim Tipseln. Ah, jetzt haben wir die ersten Boxenstops. Wir haben die ersten Boxenstops. Stevie und Force an der Box. Holen sich neue Softreifen. 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 Wo kommen die hinaus? Sehen wir das auf der Karte? Force, glaube ich, wird da noch vorne bleiben. Aber Blocks ist da jetzt auf P16 mittlerweile. Aber ich glaube, der war vorhin eh auch auf P16 oder so. Also der hat jetzt nicht allzu viel verloren. Bei Vierkampf 4 hat sich jetzt gerade auch ein bisschen verfahren. Gerade mal Zahnfee unter einer Sekunde und so mit dem DRS-Fenster von seinem Teamkollegen Rytoxen. Jedoch Zahnfisch schon wieder 10 Runden mit seinen Softs draußen. Dort hoxen erst 2. Sektor 3 gelb. Oh, da ist ein Williams. Da steht ein Williams.
Uiuiui. Der fährt rückwärts. Und crasht da fast noch jemanden. Aber ein cooles Umdrehmanöver. Mehr oder weniger. Fährt nicht in die Box, hat aber einen komplett demolierten Flügel. Muss man sich auch einmal trauen. Haben wir wieder ein paar Boxenstops. Und DP Anigames auf P8 mittlerweile hat sich frische Mediums geholt. Und jagt da den Stevie, der frische Softs hat. Das ist jetzt interessant, das Duell. Wer sich da durchsetzen kann. Ob sich das Stevie den Vorteil von den weicheren Reifen irgendwie ausspielen kann. Weil schneller sind die Softreifen auf jeden Fall. Aber schauen wir mal, wie viel schneller. Wir sehen da den König-Killer. Michael Rain schon 12 Runden mit seinen harten Reifen unterwegs, aber nur auf P19. Das wird schwer für ihn. Das wird wirklich schwer für ihn, dass er da nochmal vorkommt. Wir drücken ihm die Daumen, dass das funktioniert. Wir haben da auch die Zahnfee gerade. Der hier seinen Teamkollegen jagt. Wird jetzt auch voll im DRS-Fenster sein. Und wird gleich dann auch natürlich den Flügel öffnen. Oh, das sind jetzt viele Leute vor ihnen. Und Williams kommt da gerade vor ihnen raus. Sollte aber nicht behindern, nee. Und die Zahnfee... Nee, kann noch nicht vorbeikommen. Aber es kommt ja eine zweite DRS-Zone. Und da kann die Zahnfee vorbeigehen. Und zwar relativ auch ohne Probleme. Hat er gut gemacht. Hat er schön gewartet. Hat er da echt gut gemacht. Obi mit einer erneuten 3 Sekunden Zeitstrafe. Jetzt wird es langsam interessant. Marco hat jetzt gerade Jasperino vor sich. Jasperino derzeit mit mit 19 Runden alten Mediums unterwegs. Und ich habe irgendwie ein bisschen verschwitzt, dass Obi und MCX schon an der Box waren. Beide sich Mediums geholt haben. Und Marco hat sich frische Softs geholt. Geht jetzt auch vorbei am Jasperino. Aber jetzt muss Marco pushen. Flash mit einer neuen schnellsten Runde. Aber Marco hat jetzt natürlich nochmal Softs gewählt. Obi und MCX können länger draußen bleiben, aber haben natürlich nicht die Geschwindigkeit von Marco die ersten paar Runden. Schauen wir mal, was der Marco jetzt machen kann. Bin ich gespannt. Und Obi mit 6 Sekunden Vorsprung. Ist stark. Sehr schöne Kameraperspektive auch. Fährt auch da sehr sicher. Also Obi, das ist ein sehr schönes Rennen von dir. Echt Respekt. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier einen Williams-Fahrer, den lieben Chapter. Der jagt nämlich gerade den Flash, der gerade eine schnellste Rennrunde gefahren ist. Aber Chapter scheint mit dem Williams ganz gut klarzukommen. Marco mit einer neuen schnellsten Rennrunde, 1.18.4. Habe ich es nicht gesagt, er wird jetzt ordentlich pushen müssen. Und der Williams-Pilot möchte unbedingt vorbei am Flash. Williams gegen Ferrari und es scheint, als ob ein Williams gewinnen würde. Würde ich mir im Real Life auch so wünschen irgendwie. Hoppla. Und vorbei ist der Chapter. So einfach geht das, Williams. Macht das einmal nach im Real Life. Der Applaus ist absolut gerechtfertigt. Marco jedoch jetzt mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Uiuiui. Uiuiui, da liegt auch ein
Williams ist da ein bisschen quer gestanden und sein. Okay. Bernd Renzer hat die Session verlassen. Why are you doing this? Und ohne Flügel. Uiui, das könnte knapp werden. Ohne Flügelshots von Williams. Boah! Ich dachte gerade, er fährt gegen die Boxenmauer. Huch! Oh, das war gerade. Ich glaube, das war gerade mega knapp. Aber nichtsdestotrotz geht Chapter hier gerade am DP Anigames vorbei. Ein Williams auf Abwägen, würde ich sagen, fast. Also ein Williams überholt hier gerade richtig viele Autos. Chapter! Stark! Sehr stark. So und nicht anders möchte ich das sehen. Jetzt ist natürlich DP Anigames, da wird sich so denken, ein Williams. Das lasse ich natürlich nicht ganz so auf mir sitzen, aber... Michael hat sich übrigens gerade auf P18 vorgekämpft mit seinen 15 Runden alten harten Reifen. Interessant! So, da haben wir Force, der unter einer Sekunde Abstand ist zu seinem Vordermann. Dieser Vordermann nennt sich Flash im Ferrari. Wird sich gleich, glaube ich, auch DRS schnappen können. Schauen wir mal, ob er sich ein bisschen näher an Flash ransaugen kann. Ja, er kommt ein bisschen näher. Es gibt ja noch eine zweite DRS-Zone. Der wird, glaube ich, noch ein Deut näher kommen. Das hat das auf eine halbe Sekunde knapp ausgebaut. Oder hat, wie sagt man da, hat auf eine knapp auf eine knappe halbe Sekunde den Abstand verringert. Aber was sehe ich denn da mit meinen alten Augen? Der Flash jagt auch den DP Anigames. Das heißt, der DP Anigames hat also ein bisschen Druck. Muss, darf natürlich den Abstand von... Sprachgulasch ist absolut in Inse Haus. Darf natürlich den Abstand zu seinem Vordermann... Dürfte ich bitte auch mal widersprechen lernen? Darf natürlich den Abstand zu seinem Vordermann auch nicht größer werden lassen, aber er scheint da ein bisschen. Er scheint da ein bisschen die Pace nicht zu finden gerade. Also, es sieht nicht so gut aus für DP Anigames. Flash kommt auf jeden Fall immer näher. DP Anigames hat er gerade auch, glaube ich, gefühlt eine Sekunde in einer Runde verloren. Ich glaube, der kommt gerade mit dem Medium-Reifen nicht wirklich zurecht, beziehungsweise die anderen sind, also das ist halt Fakt, dass die Soft-Reifen halt auf der Strecke super schnell sind. Aber sie bauen halt auch richtig schnell ab, also DP Anigames könnte natürlich gegen Ende des Stints von den Mediums ein bisschen mehr rausholen, als die Leute, die mit Softs gerade fahren. Obi hat nur noch 4,7 Sekunden Vorsprung auf M6, sehe ich gerade. Hat anscheinend ein bisschen Zeit irgendwo liegen lassen. Kann leider nicht sagen, wo. Aber vielleicht macht er gerade auch ein bisschen langsamer. Wir sind gerade in der 26. Runde. Bald ist Halbzeit. Man kann ja nicht immer 120% geben. Stevie mit einer erneuten 3 Sekunden Zeitstrafe. Stevie ja derzeit auf P6. Und Stevie jagt da auch den Chapter. Haben aber beide DRS. Es wird jetzt schwer werden für Stevie. Kommt aber dennoch näher. Möchte da unbedingt den Windschatten. Und Chapter geht da auch an Jasperinho vorbei. Geht Stevie auch vorbei? Ja, er geht vorbei. Er geht vorbei. Er geht da. Er geht vorbei.
Wahnsinn! Wahnsinn, dieses Überholmanöver. Stark, Stark, Stevie. Schauen wir uns gerne nochmal an. Stark, wie er sich da zum Windschatten von Jasperini auch noch holt und dann bei der Kurve vorbeigeht. Stark, Stevie. Echt. Möchte ich doch mal stark, Stevie, sagen, aber das war wirklich gut. Michael mittlerweile schon auf P17. Und Jasperini ist aber schon 25 Runden, genauso wie Nacho, 25 Runden auf dem Medium-Reifen draußen. Und das ist auch eine Leistung. Zahnfee auf P10 vorgekämpft und schon auf P11 vorgekämpft mit 18 Runden alten Softreifen. Das ist auch nicht schlecht. Sie kriegt aber Besuch von Tobi. Und wieder gelbe Flagge. Königkiller wieder mit einer 5-Sekunden-Abschreibung. Und da geht die Zahnfee an die Box. Es ist interessant, was er sich für Reifen holt. Holt er sich jetzt noch einmal Softs oder wird er sich jetzt... Er holt sich noch mal Softs. Hat auch eine 5-Sekunden-Strafe, die setzt er gleich ab. Aber er holt sich doch mal tatsächlich Softs. Michael scheint an und für sich mit den harten Reifen relativ gut zurechtzukommen. Ja, er wird wahrscheinlich einmal noch stoppen, wird am Ende, glaube ich, auf Soft nochmal gehen. Aber bis dahin kann er auf jeden Fall durchfahren und die letzten 10, 15 Runden wird er wahrscheinlich dann auf Soft fahren. Würde ich so machen an seiner Stelle, aber ich bin ja nicht Michael. Und MCX ist da an Marco dran. Aber war nicht Marco an und für sich vorhin Dritter? Hat sich Marco wirklich den MCX geholt und ich habe es nicht mitbekommen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Deswegen bleiben wir mal da kurz bei dem Kampf um Platz 2 dran. Das könnte interessant werden. Beide Reifen sind gleich alt, aber der einzige Unterschied, Marco fährt die weicheren Reifen und MCX die Medium-Reifen. Das heißt, die Reifen von MCX werden jetzt deutlich besser sein zum Fahren als die von Marco. Schauen wir mal, wie gut da dann Marco verteidigen kann. ...27 Runden ist derzeit der Jasperini schon unterwegs mit seinem Medium-Reifen. Entschuldigung. Sie haben da gerade beide vor sich den Michael. Schauen wir mal, ob der Michael genug Platz lässt für die beiden. Nicht, dass das jetzt irgendwie beim Zweikampf ein bisschen stört. Lässt aber da beide vorbei. Da merkt man einfach gerade auch den Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Reifen. Aber durch Michael hat halt Marco auch DRS bekommen. Deswegen kommt der MCX einfach gerade nicht vorbei. Und wir haben da gerade vorne ein bisschen den Obi durchflitzen sehen. Der hat ja doch 4,8 Sekunden Vorsprung auf die zwei. Wird nicht einfach sein, den jetzt gerade von seinem Thron zu stürmen. DP Anigames überholt hier auch den Flash. Interessant. Auch Force geht da an Flash vorbei. Oh, drückt da DP Anigames weit nach draußen. Und Flash. Flash ist einfach unbe... Oh, nee, Flash lässt die beiden durch. Oder lässt auf jeden Fall DP Anigames durch. Exakt 3, gelbe Flagge. Scheint nichts Gravierendes zu sein. So, Force ist da weiterhin dran an den lieben Flash. Flash.
Ah, ich sehe da auch gerade. Warten, tun wir kurz anders hinsetzen. Dass da der liebe Teamkollege von DP Anigames gerade auch den Michael jagt. Hat natürlich mit 3 Runden alten Softs den absoluten Reifenvorteil. Schauen wir mal, wie er sich in den SS tut. Die Nummer 13. Kommt gerade nicht wirklich näher. Tobi mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Huiuiui. So, Johnny Esprit. Es wird nochmal spannend. Michael wählt eine ganz andere Kurvenführung. Und muss da leider auch, hat da einfach den schlechteren Exit erwischt und lässt da auch jetzt da den Johnny Esprit ohne große Gegenwehr durch. Dieser hat natürlich auch DRS und ist somit um einige schneller als Michael. Aber was sehe ich denn da mit meinen müden Augen? Tobi ist da dran. Am Rytoxen, aber Rytoxen geht auch in die Box. Rytoxen, 14 Runden alte Softs und geht schon wieder in die Box. Das ist, ja, okay. Jasperini ja schon 30 Runden auf seine Mediums unterwegs. Tobi hat einen Überrundeten vor sich. Flash hat jetzt wieder DP Anigames vor sich. Knappe Sekunde trennt die beiden. Kampf um P6 ist auch noch nicht wirklich abgeschlossen. Und Marco hat gerade den Vorsprung von Obi auf 3,3 Sekunden verkürzt. Auch sehr interessant. Force mit einer erneuten 3 Sekunden Zeitstrafe. Wie lange halten Michaels harte Reifen? Ich schätze, dass die harten Reifen so sicher 40... Oh! Sicher so 40 Runden durchhalten werden. Also ein paar Runden mit Michael noch draußen sein. Er wird gegen Ende hundertprozentig nochmal auf Softs wechseln, einfach nur weil du halt mit Softs und einem leichten Auto, glaube ich, am meisten Spaß hast auf der Strecke. Aber durch, dass ich leider die Strecke kaum gefahren bin, kann ich dir nicht sagen, wie lange die harten Reifen halten, aber ich glaube so, wenn Jasperini 31 Runden mit Mediums fahren kann, dann kannst du easy 40 Runden. Obi fährt wieder weg, wenn er auf Rot wechselt. Ja, das glaube ich auch. Aber Obi wird sicher noch Minimum 10, 15 Runden auf den Mediums draußen sein. Ich glaube, dass die Leute erst wieder anfangen zum Wechseln. Kommt davon natürlich, was für eine Strategie sie fahren. Wenn sie sagen, okay, sie machen eine 2-Stop, wird Obi nicht vor Runde 50 in die Box reinfahren und auf frische Softs wechseln, weil dafür sind dann die Softs am Ende einfach komplett durch. Wenn er sagt, ui, da liegt ein Stevie! What are you doing, mate? Frontflügel? Im Arsch. Nicht gut. Kommt natürlich darauf an, was für eine Boxenstrategie jeder fährt. Wenn Obi sagt, er pusht jetzt einfach bis zum Limit, fährt dann wahrscheinlich entweder nochmal Medium oder zweimal Soft und fährt mit den Softs wahrscheinlich so 15, 16 Runden. Also schauen wir mal, es wird auf jeden Fall noch interessant, obwohl, ich glaube, Obi hat gar nicht mehr so viele frische Sätze Softs, also von dem her, schauen wir mal, was da jetzt noch auf uns wartet. Wie wer welche Boxenstrategie verfolgt. Jasperini ist auf jeden Fall schon 32 Runden mit den Mediums unterwegs. Und er fährt aber, glaube ich, relativ konstante Rundenzeiten. Also ich würde nicht merken, dass er jetzt krass nachlässt.
Aber Mima ist, gefällt mir gerade auch sehr gut. Hoppla. Falsche Taste. Der wird sich da, glaube ich, den Jasperinho früher oder später holen. Stevie hat sich neue Mediums geholt. Und da steht ein Phlox. Das läuft nicht so gut für die Renault-Piloten. Das läuft alles andere als gut für die Renault-Piloten. Leider. Aber das Rennen, wir sind gerade noch nicht einmal bei der Halbzeit. Wir sind erst in Runde 34 von 71. Demnach haben wir noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Demnach ist noch einiges offen. Und Jasperino ist jetzt an der Box, holt sich frische Softs. Hat jetzt 32, warte, wie viele Runden? Ich glaube 31 Runden knapp hat er sich mit den Mediums herumgeschlagen. Und jetzt wieder nochmal richtig fett pushen, glaube ich. Hat jetzt hat jetzt Rytoxen vor sich. Zahnfee holt sich frische, harte Reifen. Der wird jetzt ziemlich sicher das Rennen auf den Reifen beenden wollen. Ziemlich sicher. Ich nehme nicht an, dass wir Zahnfee noch einmal an der Box sehen werden. Obi hat mittlerweile 3,7 Sekunden Vorsprung auf Marco. Der wackelt ein bisschen der Frontflügel mit. Aber der denkt sich halt Waka Waka. Im Zix hat auch leider ein bisschen nachgelassen. 2 Sekunden Abstand. Der Chapter super stark auf P4. So weit vorne möchte ich Williams eigentlich immer sehen. Auch im echten Leben. P5 für DP Anigames, P6 für Flash derzeit, Tobi auf 7, Mima Racing ganz stark im Ferrari auf 8, Force auf 9, Rytoxen auf 10, Jasperinho auf 11, Stevie auf P12, jagt aber gerade den Jasperinho. Sind nicht einmal eine Sekunde voneinander getrennt. Dann haben wir Phlox, Zahnfee, Nacho, Johnny Esprit, Michael Reigns, Locke, Bernd Racer und den König-Killer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob bei Bernd Racer nicht wieder alles herumspackt. Und ich glaube, bei dem fährt immer noch der Bot. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er vielleicht nicht eh wieder reingejoint ist. DP Anigames mit einer erneuten oder mit einer Zeitstrafe. Ich glaube nicht, dass er noch einmal, dass er schon eine Zeitstrafe hatte. Stevie kommt aber derzeit nicht wirklich näher an Jasperinho. Da sieht man halt einfach wirklich den Unterschied zwischen Soft und Mediums. Ich sag's jetzt gerade immer wieder, aber der Unterschied ist halt wirklich enorm. Vor allem auf der Strecke. Du fährst halt so viel schnellere Zeiten mit Softs. Das ist unfassbar. Du siehst ja, Stevie kommt da einfach nicht hinterher. Und er hat jetzt keine schlechte Runde gehabt. Aber das sind halt dann einfach wirklich die Reifen. Das sind halt dann wirklich die Reifen, die da den Unterschied machen. Tut sich jetzt weiter vorne. 4,6 Sekunden Vorsprung jetzt auf Marco. Man merkt, der Vorsprung wird jetzt wieder ein bisschen größer. Ah, die Reifen von Marco möchte ich jetzt aber auch nicht wissen, wie die gerade ausschauen. Ich glaube, die sind auch schon eher so im orangenen Bereich. Da haben wir Jasperinho, jagt da den Rytoxen. Gelbe Flagge, Insekt, da liegt ein Mercedes. Wer liegt denn da? Oh, da liegt er ja komplett. Locke! Locke liegt da quer. Und der Frontflügel ist auch absolut nicht mehr vorhanden. So sehen Autos aus, meine Damen und Herren, ohne Frontflügel. Wunderschön.
wieder ziemlich sicher an die Box fahren. Wenn nicht, ist natürlich auf der Strecke ohne Frontflügel ist ein bisschen schwer zu fahren. Und Locke hat es ja schon aufgegeben. Sehe ich nicht gerne. Das sehe ich absolut nicht gerne. Michael Reigns, noch einmal 3 Sekunden Verwarnung für ihn. Und der Herr Asperinho geht da am Ray Toxen vorbei. Ja, er geht vorbei. Er geht da vorbei. In der zweiten DRS-Zone. Und hat jetzt die Chance, dass er ein bisschen Vorsprung... Halbe Sekunde hat er schon aufgebaut auf Ray Toxen, damit der nicht wieder im DRS-Fenster ist und sich das Spiel jetzt hin und her dreht. Aber Asperinho hat da einfach... die frischeren Reifen und hat schon eine Sekunde rausgefahren. Ist somit quasi schon safe vor Ray Toxen bei der nächsten Geraden. Da dieser nicht mehr im DRS-Fenster ist. Flash an der Box holt sich frische Mediums. Fällt jetzt dementsprechend auf P8, P9 zurück sogar. Finden uns gerade in Runde 38. Stevie jagt da den Ray Toxen. Ray Toxen kann den Anschluss nicht halten an Asperinho. Und Locke hat jetzt die Session auch verlassen. So, Stevie ist leider auch nicht mehr im DRS-Fenster. Somit ist es jetzt natürlich schwieriger, da an Ray Toxen dran zu kommen. So, aber MCX ist da nah an den lieben Marco dran. Hat nur einen zu überrundenden vor sich. Sieht die Zahnfee sein, glaube ich. Ui, wird da die Zahnfee jetzt mitspielen oder wird er da ein bisschen Zeit für Marco rausschinden? Ist natürlich super schwer zu überholen. Zahnfee macht auch nicht wirklich viel Platz. Aber wo soll die Zahnfee hin? Wo soll er hin? Oh, was war denn das jetzt da hinten? Das sah gerade so aus, als würde die Zahnfee einfach im MCX drin sein. Und MCX geht jetzt auch an Marco vorbei. Als Stage sieht Zahnfee MCX nicht. Ui. Okay, ja gut, den Fehler hatte ja, glaube ich, Svensson auch im letzten Ligarennen. Das ist halt übel belastend. Sowas, das sind halt diese Internetsachen, die man halt jetzt während der Corona-Krise hat. Das ist natürlich sehr blöd. Aber es hat MCX nicht allzu viel gekostet, denn er hat Marco ja trotzdem überholt. Demnach halb so schlimm. Halb so schlimm. MCX hat bezahlt für einen Disconnect gehabt, vor Runden schon. Oh, okay, ja gut. Das Problem hatten wir ja schon bei Svensson in der B-Liga, das war ja auch sehr bitter. Hat er dann ein eigenes Ticket gegen sich selber eingereicht, weil er halt einfach andere Leute nicht gesehen hat und so leider den lieben Unur zerstört hat. Aber ehrlich gesagt, verstehe ich da. Also das ist halt sehr bitter, wenn es halt die anderen Fahrer nicht siehst und du fährst dann auf die Strecke, weil du halt niemanden siehst. Das ist halt, ja, schwer. Sehr schwer zu fahren dann. Und vor allem, wenn dann ein Unfall passiert, so den Fall von Svensson, das ist, ja, sehr schwer. Nicht einfach. Und Flox hat eine 3-Sekunden-Zeitstrafe.
Und Chapter musste gerade Platz hergeben, seinen Platz hergeben, aber hat sich jetzt frische Mediums geholt. Ich denke, der wird fast 20, 30, 31 Runden müsste er jetzt durchfahren. Ich glaube, der wird auch fast nochmal auf die Softs wechseln. Sagt mein Gefühl. Aber mein Gefühl kann sich natürlich auch tauschen. Genau, es kann sich tauschen. So. So, Tobi und Force. Force und Tobi, Tobi und Force, wie man sieht und wendet. Oder wie man es dreht und wendet. Auf jeden Fall ein schöner Zweikampf. Schauen wir mal, wer da am Ende die Nase vorne hat von den beiden. Ich hoffe nur, dass der Zweikampf fair abläuft. Alles andere wäre dem Rennen nicht gerecht. Nach einer Startphase, wo es keinen Unfall gegeben hat. Wann war denn das überhaupt schon einmal? Ich glaube, noch nie. So, Force schnappt sich da den Tobi relativ auf easy. Mit DRS und ERS ist das eine Leichtigkeit für den Force und hat sich somit Force auf P6 vorkatapultiert. Tobi aber schon 21 Reifen mit den Softs genauso. Alter, Phlox und Mima 23 Runden schon draußen mit den Softreifen. Das ist eine Leistung. Das ist auch eine Leistung, die man erst einmal so nachmachen muss. Könnte ich, glaube ich, nicht. Zahnfee überholt ja auch den Phloxy. Aber Phloxy ist auch in der Box. Ja gut, dann ist das ein fairer Zweikampf gewesen, mehr oder weniger. Chapter mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Interessant. Obi mittlerweile 5,7 Sekunden Vorsprung. Marco hat jetzt auch auf Mediums gewechselt. Marco, glaube ich, könnte jetzt fast durchfahren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, er kann jetzt durchfahren. Die anderen zwei sollten nochmal in die Box fahren. 21 Sekunden, wenn der Vorsprung bei 21 Sekunden. 27. Für Obi, glaube ich, wird sich das fast nicht ausgehen. Es kommt jetzt natürlich auf die Rundenzeiten an, die Marco jetzt fährt mit den Mediums. Es gab aber das Finish wird nochmal sehr spannend. Und nochmal abbremsen können, zum Glück. Mima verliert da fast sein Auto noch. Das wäre natürlich jetzt bitte in der 44. Runde. Da sieht man's. Hui. Und aber noch genau abgebremst. Voll auf den Eisen drauf. Flash bekämpft da gerade auch ein bisschen den Mima. Mima scheint gerade nicht wirklich gut zurechtzukommen. Ich meine, 24 Runden auf Softreifen. Die Reifen müssen tiefrot sein. Das muss so ein schönes Weinrot sein. Schöner als das Ferrari-Rot. Müssen fast explodieren, die Reifen. Ich meine, 24 Runden. Das sieht man auch hinten. Mima hat sehr arge Probleme, da wird es sich in die Box fahren. Genau, und so ist es auch. Er fährt auch in die Box. Was holt sich Mima für Reifen? Mima holt sich noch einmal Softs. Mima möchte es wissen. Mima möchte es wissen. MCX hat 5,6 Sekunden Abstand auf Obi. Es wächst leider weiter. Schöner als Ferrari-Rot geht nicht.
Das ist zum Glück eine Frage des Geschmacks. Ich finde das Ferrari-Rot wie nicht zu rot, wenn man das sagen kann. Derzeit. Was ist da knapp 2 Sekunden hinter Chapter dran? Wird aber, glaube ich, auch nicht wirklich näher kommen können. Die Reifen sind dafür schon ein bisschen sehr abgenudelt. Toxen geht da an Tobi vorbei. Tobi macht einen Boxenstopp, holt sich neue Mediums. Schauen wir mal Zahnfee auf P13. Wenn man darf nicht vergessen, Zahnfee ist halt auf P20 gestartet und er wird wahrscheinlich mit den harten Reifen zu Ende fahren. Ein paar Leute vorhin werden noch boxen, also von dem her, die Strategie könnte aufgehen, dass er noch in die Top 10 fährt. Das könnte sich alles noch ausgehen. Das könnte sich sehr gut ausgehen. Jasperinho mit einer 3-Sekunden-Zeitstrafe. Mich würde ganz kurz interessieren, wie viele Zeitstrafen Obi hat. Eine Strafe, 2 Strafen, 3 Strafen. 3 Strafen hat Obi. MCX hat 1 Strafe und 2 Warnungen. Okay, das könnte doch mal interessant werden. Und Marco hat 1, 2, 3 Strafen. Also wenn MCX so weiterfährt und keine Strafen mehr macht... Ja... Ja, das könnte echt noch interessant werden. Wenn er jetzt in dem Fenster drin bleibt, könnte sich das noch für MCX ausgehen. Ich meine, die beiden werden ziemlich gleich stoppen. Also wenn Obi stoppt, wird MCX ziemlich sicher auch stoppen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Alles andere wäre irgendwie nicht so intelligent. 6,4 Sekunden jedoch jetzt plötzlich wieder Vorsprung. 7,4. Was ist passiert? Entweder Obi hat gerade das Nitro gezündet oder MCX hat er einfach gerade einen kleinen Hackler drinnen, einen kleinen Fehler. Man weiß es nicht. Ich war leider nicht oben. Stevie arbeitet sich da gerade auch an Jasperinho voran. 1,4 Sekunden Abstand nur noch zwischen den beiden. Stevie scheint auch ein bisschen, ich weiß nicht, Stevie, glaube ich, hat so ein bisschen Wut im Bauch auch. Hat relativ gutes Qualifying gehabt und jetzt auf P9 sich wiederzufinden, das tut halt schon ein bisschen weh. Aber man darf da den Kopf einfach nicht hängen lassen und man muss einfach weiterfahren. Wir sind in der 47. Runde. Das Rennen neigt sich in sein Schlussdrittel. Das könnte dann halt nochmal spannend werden, wenn jetzt die ganzen Leute nochmal stoppen. Und vor allem so ein DP Anigames, der ist zwar derzeit auf P4, wird aber nochmal stoppen müssen. Der wird nicht zu Ende fahren, denke ich, mit den Mediums. Force wird auch, glaube ich, ziemlich sicher noch einmal stoppen. Nacho schon wieder mit einer 3-Sekunden Zeitstrafe, sehr interessant. So, da haben wir Stevie wirklich dran. 1,1 Sekunden nur noch. Hat jetzt gerade 3 Zehntel gut gemacht in einer Runde. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht von Stevie. 1 Sekunde Abstand nur noch knapp. Ich glaube aber, geht sich noch nicht aus. Dafür ist er jetzt gerade zu langsam unterwegs gewesen. Wieso hat er ein bisschen Zeit liegen gelassen? Da hat Jasperine nochmal schnell den Turbo-Knopf gefunden. Und für DS wird es sich nicht ausgehen. Nein! Da ist der Abstand noch zu groß. Aber ich glaube, in der nächsten Runde könnte DS fallen für Stevie. Da könnte dann der Flügel fallen.
1,1, 1,2. Naja, Stevie. Er möchte noch nicht wirklich. Er möchte noch nicht wirklich angreifen. Flox jagt auch gerade den Nacho. ...1,3 Sekunden Abstand nur, 1,4, wächst auch stetig. Und DP Anigames macht jetzt den ersten Boxenstopp. Er geht auf Softs. Ist dann somit... Er möchte jetzt wirklich so lange auf den Softs draußen bleiben. Sind doch 22 Runden, die er jetzt mit den Softs draußen bleiben muss. Wenn das nicht ein bisschen zu früh war. Aber ich bin ja nicht der Herr Lehrer. Wenn, dann wäre ich auch Frau Lehrer, ich weiß ja nicht. Aber gut. Es wird alles einen Sinn haben. Auf jeden Fall ist der DP Anigames jagt jetzt den Flash. Flash mit 11 Runden alten Mediums. Befinden sich beide gleich in den S's und Nacho mit der nächsten 3 Sekunden Zeitstrafe. Ich glaube, Nacho möchte heute einfach die meisten Zeitstrafen sammeln. Da haben wir ebenfalls jetzt mit einer 3 Sekunden Strafe. Man fährt natürlich mit den Softs, wenn du jetzt da ganz frische Softs hast. Das ist, du fährst wie auf Schienen in diesen S's. Das ist super schön und angenehm zu fahren. Cooler als das Gefühl, das gibt es fast nicht, aber die zwei. Also DP Anigames geht heute auch sehr aggressiv in die Zweikämpfe. Also das ist schon sehr, sehr aggressiv, was er da fährt. Box hat 21 Runden geschafft. Ja, das stimmt. Aber der hat am Ende auch ordentlich Zeit verloren. Ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist, wenn man gut mit dem Reifen aussortiert, kein Thema. Aber Dennis, du wirst am Ende die letzten 5 Runden wirst du kämpfen müssen. Aber DP Anigames hat einmal P5 wieder. 15 Sekunden Abstand auf Chapter. Ob er den noch kriegt? 20 Sekunden auf Chapter. Ob er den noch kriegt, das ist jetzt die Frage. Jetzt muss er pushen. Und wenn er pusht, dann gehen natürlich die Reifen eher früher in die Knie. Da bezwingt er die. Sparinho geht es auch an Stevie vorbei. Die zwei scheinen sich gerade auch sehr lieb zu haben. MCX mit... Ah, MCX! Ihr habt gesagt, keine Zeitstrafe mehr! Ich sage ja, DP Anigames aber jetzt mit einer 1:17:5. Schnellste Rennrunde. Aber wie gesagt, es sind jetzt noch 20 Runden zu fahren. 22 Runden mit Softs, jo. Warum nicht? Michael hat sich jetzt auch frische Softs geholt. Schauen wir mal, ob Michael jetzt noch großartig aufholen kann. 31 Sekunden sind halt schwer aufzuholen. P16 für Michael Reigns. So, Force geht da an Jasperinho vorbei. Ja, er geht vorbei. Holt sich nicht mal den Stevie, aber ist sehr dicht dran am Stevie. Bleiben wir da mal ganz kurz in der Cockpit-Perspektive. Schauen wir mal das Lenkverhalten an vom lieben Force. Boah, bremst er ganz stark. Wird da ein bisschen von Steve ausgebremst quasi. Es ist erwischt er leider überhaupt nicht gut. Aber Stevie scheint auch leicht zu rutschen gefühlt. Also sieht nicht ganz so astrein aus. Beide scheinen gerade ein bisschen Probleme zu haben. Oh, verliert fast das Auto davor, Sektor 2, gelbe Flagge.
Scheint nichts Schlimmes zu sein, ne? Scheint alles okidoki zu sein, Rytoxen. Hat da den Jasperin hier vor sich. Jasperin mit 18 Runden alten Softs. Das sage ich ja. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber ich glaube, Jasperin wird vielleicht sogar nochmal in die Box und wird sich neue frische Softs holen, wenn er noch welche hat. MCX jetzt an der Box übrigens. Auf was geht MCX? Auf Softs. Natürlich geht er auf Softs. Was macht Obi? Obi ist noch draußen. Obi fährt auch auf ERS-0. Okay. Aber schaut doch mal, wie schön Obi da die S's fährt. Könnte man sich was abschauen. Wenn die A-Liga vor der B-Liga fahren würde, könnte man sich ja was abschauen. Und Michael, schnellste Rennrunde, man sieht dich ja auch einmal. Stark. So, wird jetzt Obi an die Box fahren oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Die Frage aller Fragen. Und Obi wird in die Box fahren. Genau so ist es. Jetzt ist natürlich die Frage. Wo wird MCX jetzt rauskommen? Nacho wieder mit einer 3-Sekunden-Zeitstrafe. Ich glaube, Nacho wird heute das Feld anführen mit wer hat die meisten Zeitstrafen. Ich glaube, du musst langsam aufpassen, dass er nicht disqualifiziert wird. So, Obi aber jetzt schon an der Ausfahrt und MCX erst jetzt Anfang Startziel. Das wird sich für MCX nicht ausgehen. Knappe 6 Sekunden ist er da hinter Obi. Da fragst du den Falschen. Also da fragst du wirklich die falsche Rocking Rookie. Ich weiß auch nie, was jetzt ein Under oder Over oder Über, Drüber Cut ist. Keine Ahnung. Ich glaube, MCX hat gerade den Undercut gemacht, weil er früher gestoppt hat. Denke ich. Aber nagel mich da jetzt bitte nicht fest. Ich kenne mich da nicht aus. Dasselbe wie mit Inlap und Outlap. Ist für mich Schall und Rauch. Stevie auf P8 derzeit. Und Obi hat sich natürlich auch frische Softs geholt. Und wird jetzt das Rennen natürlich mit denen beenden, nehme ich an. Zahnfee auf P12. Ob Mima das Rennen mit den Reifen zu Undercut ist, wenn man früher wechselt. Na gut, habe ich recht gehabt. Gut, danke schön, Marco. Solltest du dich aber eigentlich nicht aufs Fahren konzentrieren? Weiß ja nicht. Zahnfee. Harte Reifen könnten sich auszahlen. Ich glaube, der wird auch nicht mehr wechseln wahrscheinlich. Wäre jetzt auch unnötig. Mima wird ziemlich sicher noch einmal wechseln, weil die Reifen wären sonst fast 30 Runden alt. Und 30 Runden alte Softreifen sind halt dann doch eher ekelhaft zum Fahren. Chapter, 3 Sekunden Zeitstrafe, das ist jetzt sehr bitter. Johnny Esprit auch 3 Sekunden. Michael jagt den Nacho. Flash hat ein bisschen Wiese mitgenommen. Wahrscheinlich für seine Freundin oder so. Und Michael. Schauen wir mal kurz. Schönes Überholmanöver da auch. Boah, ist da die Berührung? Da ist die Berührung. Boah, es drückt er den Flash richtig weit raus. Flash möchte zurückstechen und er macht es auch. Boah, die beiden. Okay. Oh, Michael ist auch eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Na gut. Na gut. Oh.
Michael P16. Lass dich jetzt einmal so im Raum stehen. Oh, Marco, ich dachte, du bist der Marco, der fährt. Üps. Hoppla. Super Nubini in der Haus. Michael hat jetzt gerade auch ein Nacho überholt. Sorry. Hab dich irgendwie verwechselt, warum auch immer. So, Red Hoxen nochmal an der Box. Jetzt gibt es frische Softzone. Genau, so ist es auch. Mima geht da jetzt dann vorbei. So, DP Ani Games. 16 Sekunden Unterschied auf Chapter. Wie viel Zeitstrafen hat Ani Games? Eine. Wie viele Zeitstrafen hat Chapter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut. Ich bin der Bayernstar im PSN. Ah. Hi Bayernstar. Unser B-Liga-Fahrer. Ups. Das ist jetzt unangenehm. Schnell Thema wechseln, wir gehen jetzt nämlich auf den Fleisch. Alter. Das sah gerade echt krass aus. Der Bot von Bernd Racer, lässt er genug Platz für Flash und Force? Unangenehm. Uiuiui, Flash hat aber auch nur noch eine Hälfte des Flügels. Das ist jetzt natürlich, ui. Interessant, sehr interessant. Obi mit einer schnellsten Rennrunde, 1:17:1. MCX, 6,2 Sekunden. Marco, 8 Sekunden knapp hinter Obi. Und ich hab's euch gesagt, die Zahnfee wird nochmal auf softe Reifen wechseln. Nennt mich Hellseher. Aber dass der Flügel von Flash da ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist, das ist ein bisschen belastend. Das merkt man jetzt natürlich in den SS. Da merkt man, dass der Flügel nicht mehr so ganz wie der alte ist. Stevie jagt auch gerade den Flash. Der S ist offen. Der ist so näher, kommt zwar näher, aber ich glaube, er muss sich noch eine halbe Runde gedulden bis zur nächsten DRS-Zone. Alles andere wäre in den Aces zu überholen, das ist halt sehr schwer. Das ist halt, da muss halt das Gegenüber auch mitspielen. Da muss halt dann alles passen irgendwie. Kommt auch sehr weit raus, muss schauen, dass er jetzt nicht noch eine Zeitstrafe kassiert, das wäre natürlich jetzt bitter. So, Stevie bleibt da dran. Er kommt auch näher, aber er wird nicht vorbeikommen können. Das ist so belastend, das ist so traurig. Aber in der nächsten DRS-Zone vielleicht. Ist zwar nur eine kurze DRS-Zone, aber wenn er jetzt einen guten Exit erwischt, könnte sich das noch ausgehen. Alles ist möglich, vor allem in der Formel 1. 11 Runden oder 12 Runden sind noch zu fahren. Kommt es aber auch nicht vorbei. Obi mit 6,4 Sekunden, 6,5 Sekunden Vorsprung. Ich weiß nicht, ob Obi vielleicht sogar noch eine Zeitstrafe hat.
Wir werden sehen. Ich würde es gerne ein bisschen nochmal nachschauen. Rennleitung Obi. Eine Strafe, zwei, drei. Drei Strafen. Und MCX hat eine Strafe. Zwei Strafen. Er müsste halt unter 3 Sekunden sein. Mima Racing auch 3 Sekunden Zeitstrafe jetzt. Ah, das wird nochmal, das wird glaube ich sehr eng. Das, glaube ich, wird noch sehr eng und Stevie bleibt aber am Flash dran. Wieder unter einer Sekunde. Ja, geht sich wieder nicht aus in der DS-Zone. Nochmal eine Werbepause. Nur dafür ist eben RTL geprägt. Wir brauchen keine Werbung. Und außerdem ist es das Finish der letzten 10 Runden. Da darf man nicht auf die Pipi-Box gehen. Jetzt wird es ja gerade so richtig spannend. Auch wenn das Feld sehr auseinandergezogen ist. Und Obi mit 7,3 Sekunden. Ich glaube, der hat mich gehört und jetzt hat er nochmal den Turbo-Knopf gefunden. Und fährt da gerade wirklich sein eigenes Rennen. 8,1 Obi. Obi fährt wie, als wenn er einfach gefühlt Bots fährt. Ich möchte sie anderen nicht irgendwie schlecht machen oder so, aber Obi fährt gerade einfach ein grandioses Rennen. Kann man nichts anderes sagen. Da muss ich meinen Hut ziehen, meinen nicht vorhandenen. Stevie und Flash. Flash. Die haben sich auch besonders gern. Stevie mit wenig RS, aber genauso Flash. Also. Von RS schenken sie sich gerade beide sehr wenig. Und Stevie kommt einfach nicht vorbei. Stevie hat natürlich ältere Reifen. 28 Runden schon oben. Und Flash 23. Das ist auch nicht unbedingt optimal. Aber je länger Stevie da hinten bleibt, desto schwieriger wird es dann gegen Ende ihn noch zu überholen. DP Anigame schon 13 Runden mit den Softreifen unterwegs. Unten zweitens scheinen derzeit noch ein bisschen konstant zu bleiben. Aber er verliert leider stetig. Und Stevie kommt einfach nicht vorbei. Er kommt einfach nicht vorbei. Er kommt zwar immer näher, aber er kommt nicht vorbei. Nee. Boah. Das sieht immer so mega eng aus. Runde 63 von 71. Wie lange kann Stevie die Konzentration halten? Ist natürlich nicht einfach, wenn man die ganze Zeit, man weiß, man ist vielleicht sogar ein bisschen schneller als der Vordermann, aber man kann einfach nicht überholen. Das ist gar nicht das Schlimmste einfach. Flash, 3 Sekunden Zeitstrafe wieder. Ich glaube, die sind jetzt ziemlich gleich mit den Zeitstrafen. Sie wird auch schon einige gesammelt. Obi, 8,4 Sekunden Vorsprung auf MCX. Ich glaube, darin... Da rennen sie. Wow, 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 wow. Stevie! Was ist los da? Eine Sekunde wieder Abstand. Alles dahin. Küsst da ganz leicht mit dem Hinterteil die Wand. Sieht man das ganz gut? Und hopps! Nichts passiert zum Glück.
Stevie hat jetzt auch eine 3-Sekunden Zeitstrafe kassiert. Gehen wir mal auf die Zahnfee. Der ja jetzt mit den Softs unterwegs ist. Auf P13 vorgearbeitet und durchwachsenes Rennen irgendwie mit der Quali-Strafe. Aber mit P13, vielleicht geht sich ja noch mit den Zeitstrafen von den anderen ein bisschen was aus. Wer weiß, wie viele er hat. Aber ein solides Rennen von der Zahnfee, kann man nichts anderes sagen. Bisschen enttäuscht bin ich von Michael. Ich weiß nicht, was da bei ihm falsch gelaufen ist, aber ja, enttäuscht darf man sein bei Michael. Nacho hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein. P16, ja, ich hätte ihn echt lieber ein bisschen weiter vorne gesehen, um ehrlich zu sein. Aber das Leben ist natürlich kein Wunschkonzert. Bernd Race ist ja relativ früh der Bot eingestiegen. Von dem her, ja. Aber Obi 8,7 Sekunden Vorsprung. Obi. Was machen Sachen? Oh! Flash! Flash hat da die rechte Endplatte. Ist immer noch weg, aber er scheint gerade ein paar Probleme mit dem Auto zu haben. Flash scheint da ein paar Probleme mit dem Auto zu haben. Wir befinden uns gerade in Runde 65 von 71. Natürlich bitter, wenn man gegen Ende des Rennens noch so krasse Probleme hat. Man sieht auch, er fährt die Kurven irgendwie nicht mehr wirklich. Geht an die Box? Er geht an die Box, oder? Ja. Er geht nochmal auf die Box. Auf die Box, in die Box. Somit geht Stevie an ihm vorbei. Und ist auf P7. DP Anigames könnte von den Zeitstrafen von seinem Vorgänger, sagt man das so? Und seinem vom Fahrer vor ihm profitieren. Er hat schon auch wieder mit einer 3-Sekunden-Zeit, aber ich glaube, die meisten Zeitstrafen hat gefühlt wirklich Nacho gesammelt. Also Nacho hat, glaube ich, fast so, der wird so auf die 27 Sekunden wahrscheinlich kommen, nehme ich an. Was wir jetzt einmal erwähnen müssen, wir hatten das gesamte Rennen weder, also derzeit noch nicht, wir klopfen mal auf Holz, weder ein virtuelles Safety Car noch ein normales Safety Car. Ich glaube, das ist auch eins der ersten Rennen ohne wirklich große Unfälle. Wir haben einen Ausfall mit Locke und zwei Disconnects mit Bernd Racer und Königkiller. Aber sonst, ja, weder ein Safety Car noch ein VSC. Das haben wir auch nicht allzu häufig. Sieht man das einfach mit jedem Ligarennen. Die Erfahrung von jedem Fahrer wächst. Und das ist das Coole. Da sieht man wirklich den Fortschritt, den man macht. Bald wird unsere Fahranfängerliga wirklich zur Profiliga. Blocks auch mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe jetzt. Und Obi hat schon 10,6 Sekunden Vorsprung. Das ist... Das ist nicht von schlechten Eltern. Zahnfee und Mima haben da jetzt gerade Blitze getauscht. Runde 67 von 71. Bleiben wir da lieber auf der Zahnfee oben. Ne, bleiben wir da lieber auf dem Red Hoxen, weil der ist ganz knapp hinter Jasperinho.
Beide haben ungefähr gleich alte Reifen. Wir toxen jetzt natürlich im DRS-Fenster. Hat aber nicht wirklich mega viel ERS. Und hat sich jetzt auch gerade eine 3-Sekunden-Zeitstrafe eingeheimst. Aber ich glaube, er geht da jetzt gleich vorbei. Weil der ist offen ist, genau so ist es. Und vorbei ist er, der Haas-Pilot. Wird sich DRS auch noch für den nächsten Sektor sichern, glaube ich. Also für den nächsten DRS-Bereich, genau so ist es. Und kann seinen Vorsprung demnach auf 0,7 Sekunden ausbauen. Jetzt ist bald eine Sekunde. Circa 0,7 Sekunden, 0,6. Es kommt natürlich Asperinio anscheinend schneller. Der hat anscheinend mehr das Setup für die kurvige Passage auf dem Kurs. Oh! Ja, Asperinio geht aber einen sehr weiten Weg. Hat jetzt auch sehr viel Zeit verloren. Ist jetzt demnach auch nicht mehr im DRS-Fenster dann schon weit hoxen. Also wird das überholen, zurück überholen, ein bisschen schwieriger. Lima Racing, 3 Sekunden Zeitstrafe. Runde 69 von 71. Was wird sich da jetzt noch tun in den letzten paar Runden? Zahnfee, 3 Sekunden Zeitstrafe. Und Obi schon 12,2. Da rattert die Zeit einfach nur nach oben. Du sagst es, Rocking Rookie. Obi wie ein Uhrwerk, der macht einfach keine Fehler. Ich glaube, das wäre jetzt auch nur fair, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf dem Obi draufbleiben. Einfach nur, weil, ja, was der gerade für ein Rennen fährt. Das ist eine Klasse für sich. Das ist echt nicht schlecht. Das ist wirklich alles andere als schlecht. Also Obi ist eine andere Liga gefühlt, die er hier fährt. Runde 70, vorletzte Runde. Das ist 12 Sekunden, das wird MCX. Ich möchte jetzt nicht irgendwie verschreien, aber ich glaube, das wird MCX nicht mehr aufholen. Außer Obi hat jetzt noch irgendwie einen Dreher drin. Das wäre dann natürlich der Super-GAU. Das wäre wirklich der Super-GAU, aber ich denke, Obi ist da ein bisschen abgehärtet schon. Macht jetzt keinen unnötigen Fehler mehr, da wird es eher auf Verwalten gehen. Michael holt sich da jetzt auch den Nacho. Nacho sticht aber nicht nochmal hinein. Flash ist da auch dran an seinen Teamkollegen, den Mima. Somit derzeit der beste B-Fahrer. Wirklich Jasperinho. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir sind in der letzten Runde und wie es sich gehört, schauen wir in der letzten Runde Obi zu. Obi!
Ich möchte das ja echt nicht ganz laut sagen, aber Obi, diesen Rennsieg, den hast du dir verdient. Schau, wie schön das ist. Er fährt da durch das Stadion. Das ist so schön. Das muss so cool sein in echt. GZ Obi, echt. Echt ein starkes Rennen. Obi ist somit der Rennsieger von Mexiko. P2. An wen wird P2 gehen? Ich denke ja, es wird bei MCX bleiben, aber lassen wir uns überraschen. P2 derzeit für MCX. Marco wird sich, glaube ich, den MCX nicht mehr holen können. MCX wird Dritter, ziemlich sicher. So ist es. Chapter jetzt die letzten Kurven. Letzte Kurve. Ist derzeit auf P4. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Kann sich DP Anigames noch P4 schnappen, dank der Zeitstrafen von Chapter? Oder ist das zu viel, was da ein Zeitunterschied ist? Ja, DP Anigames kann sich noch P4 schnappen. Force auch noch vorbeigehen? Ah, Force hat, glaube ich, auch selber zu viele Zeitstrafen. Sauber, Obi, absolut. Obi ist echt ein starkes Rennen gefahren. Echt Respekt. Also, er hat keinen Fehler gemacht, also keinen, den ich gesehen hätte. Ist da vorne einfach sein Ding durchgefahren. P1 war eigentlich nie in Gefahr. Und das Rennen ist beendet. Mexiko, es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. Oh. Trophäe halten. Zwei Österreicher am Podium. Das ist schön. Das gefällt mir. Also, so und nicht anders möchte ich. Schöne Siegesfeier. Wir werden jetzt gleich die ersten paar einladen in die Party. Das waren jetzt Obi. Obi. Dann MCX. Bei den MCX. Rini. MCX 100, genau, und dann noch den Marco. So. Rennen, echt. War echt interessant zuzuschauen. Also, der Anfang, wir hatten kein einziges Safety Car. Wann hatten wir das zuletzt? Kein Safety Car. Hatten wir das überhaupt schon? Ich glaube fast nicht. Nacho mit 10 Zeitstrafen. Hallo. Hallo, Grand Prix-Sieger. Hallo. Hol mal DP Anigames oder irgendjemand anderen rein. Es kann nicht sein, dass ich immer der Einzige bin. Ja, und DP Anigames EP4, das muss schon reichen. Eben, der dreht eh schon wieder durch. Also ja. Der wird gleich wieder ein Selfie reinposten. Alter, bin ich fertig. Oh Gott. Kann man nur so gut und so schnell und so konstant fahren? Wie ist das möglich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber du hast, du hast das Setup von Rocking Rookie geklaut, gell? Das Mindset vielleicht, aber... Nee, ich habe versucht, ohne Zeitstrafen zu fahren, die S-Kurven. Man sieht 4 Zeitstrafen, also es ist gut gegangen. Nee, es war einfach brutal krass, weil du, sobald du ein bisschen über die Linie gekommen bist, direkt schon eine Verwarnung. Aber ich glaube, es war eh keiner straffrei. War irgendeiner straffrei, nee. Außer die, nee. Die rausgefallen? Okay. Ich denke nicht. Also es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass irgendjemand straffrei gewesen wäre. Gibt's ja nicht. Das wird sich keiner reintrauen. Mima kommt sicher. Den hätte ich fast, also wenn das schief gegangen wäre, dann hätte ich ihn umgebracht. Der hätte fast die Steffi gemacht, da in der 4. Kurve. Ups. Ja, hallo? P4? Hallo. Nicht schlecht, Herr Specht. Danke.
Ja, du bist der Einzige, der sonst noch in die Party kommen würde. Und du bist der Einzige ja, in Podiumsnähe. Reklamiert, weil die anderen beiden, die kommen eigentlich nie zum Interview, nur ich. Und ich will nicht alleine hier sein. Ja, danke. Ja, Mensch, hey! Also bekomme ich einen Platz mehr, geil, sehe ich mich. Mehr oder weniger. Also wie war das denn aus eurer Perspektive? Ich meine, wir hatten kein Safety Car und kein VSC. Wann hatten wir das? Wir hatten noch nie kein Safety Car und kein VSC. Und kein Regen. Und kein Regen, es war einfach ja, Gott sei Dank. Von Umfällen, Startphase, kein einziges, nichts war, nichts, gerade mal. Doch, am Anfang habe ich schon gelbe Flagge gehabt, ganz ja, hinten ja, stand dann ein Racing Point, glaube ich, glaub ich schon oder nie. So, ja. Aber ja. Er hat niemand anderen getötet, von dem her war es keine richtige Startphase. Oh. Ja, eigentlich war mein Rennen langweilig, ich bin nur gegen meine eigene Base rechts ja, oben gefahren. Das hat man gesehen, das hat man gesehen, vor allem jetzt am Ende, einfach so plötzlich 12 Sekunden, woher hat er die Zeit genommen? Ja, ich habe voll gepusht dann am Ende noch. Weil ich wusste zwar, dass er Zeitstrafen hatte im CX, aber ich bin nicht von viel ausgegangen. Ja. Und ich wollte auf Nummer sicher gehen. Und die schnellste Rennrunde, aber die hat mir ja Flash dann nochmal weggenommen. Mhm. Der Hund. Der Hund. Ja, Dominik hat jetzt ja auch von Zeitstrafen profitiert. Ja, ich sag mal so, Zeitstrafen zahlen sich aus, aber weniger hat. Ich habe mich sehr, sehr geärgert, als ich in Runde 35 war das, im Stadion meine erste Zeitstrafe bekommen habe. Da war so, ach verdammt, das kann ich jetzt nicht gebrauchen im Kampf gegen Steve, Flash und Chapter, gegen die ich die ganze Zeit gefahren bin, bis Steve sich quasi selber aus dem Kampf genommen hat. War sehr schön anzusehen, aber ich dachte mir so, ja, scheiße, ich hätte gern gegen den gefahren. Dann habe ich mal Jeff gefragt, wie schaut's denn vorne aus? Und dann höre ich da so, der Fahrer vor dir hat 18 Sekunden Zeitstrafe. Ich so, okay, cool, das kann ich ja meine Strategie easy durchziehen. Am Ende hatte er 28 Sekunden. Ich dachte mir so, ja, okay, cool. Und ich mit meiner 1 Sekunden struggle da gegen meine Pace. Denke mir so, scheiße, er hat die besseren Reifen gegen Ende. Nö, ich hole trotzdem auf. Und er hat mehr Zeitstrafe. Also, ja, läuft. War ein geiles Rennen. Und das für eine Strecke, die ich absolut nicht kann, nicht mag und heute exakt 2 Runden gefahren bin. Stark. Also, nice. Ja, also danke. Vor allem, aber Obi, du bist einfach, das war von Anfang an, du bist einfach vorne weggefahren. Das war eher langweilig. Naja, so einfach war es jetzt auch nicht. Ja, aber es hat so einfach ausgeschaut bei dir. Es hat wirklich einfach ausgeschaut. Ich meine, es war einmal kurz spannend, als MCX auch in die Box gegangen ist, weil er halt auch auf dieselben Reifen wie du gegangen ist mit dem Mediums. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Wenn der auf Softs gegangen wäre, dann wäre es noch richtig eng geworden zum Kämpfen. Ja, Marco ist ja auf Softs gegangen und ist ja auch wirklich näher gekommen, ich glaube auf 4 Sekunden oder so bei dir. Aber dann hat er halt leider verloren, ja, weil halt dann die Softs relativ schnell nachgelassen eben, haben. Also ich hatte eigentlich ziemlich Glück, dass ich immer freie Bahn hatte und dadurch übertrieben Reifen schon entfahren konnte. Ich war ja immer 4 Runden, also beim mittleren Stint mit den Mediums, war ich 5 Runden, glaube ich, länger draußen, als ich hätte sein sollen, weil ich Angst hatte, dass der mich jetzt, keine Ahnung, dass der overcuttet oder so. Und habe einfach gewartet, bis MCX in die Box fährt und dann bin dann rein, weil ich auch wusste, er ist dreimal Softs im Qualifying gefahren, glaube ich. Und ich bin nur beim letzten Softrun im Qualifying bin ich einfach nur eine Runde gedüst, sicherheitshalber, falls der mich jetzt noch die Ball wegnimmt. Das heißt, meine Reifen waren eh schon besser von Haus aus, die Softs dann. Und ich wollte einfach den Undercut nicht riskieren. Mhm. Na krass. Jo, ja. Nee. Aber hatten wir überhaupt also, schon einmal ein Rennen ohne VSC und ohne Safety Car und ohne groben Unfall? Hatten wir, glaube ich, wirklich noch nie. Also ich könnte mich an kein doch, Rennen... Doch, ich glaube schon. Ich könnte mich an kein Rennen... Ja, da war ich noch doch, nicht dabei. Österreich hatten wir, glaube ich, eine schon? VSC-Phase. Österreich müssten wir eine VSC-Phase gehabt haben. Ich glaube nicht, weil das war für mich gleich entspannt, das Rennen, als wie Mexiko jetzt. Deswegen glaube ich nicht, dass da... Also entspannt im Sinne, ich musste gegen keinen kämpfen. Ja, du bist ja vorne weggefahren, wie, keine Ahnung, in Österreich. Und hier dachte ich mir auch so, ich guck so zwischendurch mal auf die Map, denke mir so, okay, wo ist denn jetzt der erste dunkelblaue Punkt? Und sehe dann so, oh scheiße, der ist schon
anderthalb Sektoren vor mir. Ich so, okay, cool. Dann gucke ich gegen Ende aufs Rennen, biege gerade Turn 1 ein und sehe dann den ersten dunkelblauen Punkt durch die letzte Kurve fahren. Ich so, gut, dass ich so schnell bin. Ich weiß gar nicht, wenn ich, also wo ich gerade war. Ich wusste nur, dass ich Jesperini war B10. Stevie, glaube ich, hat dich überrundet. Glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Und die letzte Runde war sowieso für die Katz bei mir. Also da bin ich sowieso Schlangenlinie gefahren, weil ich schon sicher war, dass sich das ausgeht. Ja, hab ich gemerkt. Ich habe die ganze Zeit mit einem halben Auge deinen Punkt verfolgt, um meinem Teamkollegen zu sagen, wann er langsam machen kann, damit er eine Runde weniger fahren muss. Als einziger, der hinten noch fährt. Was sehr schade ist für ihn, by the way. Aber ja, GG. Ja, GG. Würde ich sagen. Ja, ebenfalls. GG. War ein cooles Rennen. Mir hat das Safety Car ein bisschen gefehlt, aber auch nur ein bisschen. Für nächste Saison bekommt Obi ein Handicap. Ich hoffe auch. Er fährt mit meinem Lenkrad einfach. Er muss barfuß fahren. Nee, er fährt aber mit schiefem Lenkrad oder so. Ich bekomme schon ein Handicap. Deshalb muss ich die Season gewinnen. Weil das ist One-Hit-Wonder und dann bin ich weg. Ich mach den Rosberg. Ciao. Ja, okay, cool. Sehe ich dich. Ja, gut, dann vor allem, weil Dom Dober dann wieder dabei ist. Ja, stimmt, Dom Dober fährt ab nächste Saison wieder. Dann hast du ja wirklich wieder Konkurrenz. Wer ist denn das? Der WM-Sieger von unserer ersten Saison. Ah, okay, cool. Yay, da kann ich mir weitere P1 von der Backe schmieren. Geil! Yay! Dann sieht man mich nur in Belgien auf P1 und ansonsten nie. Ja, gut. Naja. Dankeschön, Jungs. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht und hau da rein. Und GZ nochmal an eure krasses Rennen ohne Safety Car. Mir hat das Safety Car wirklich gefehlt. Mir nicht. Vor allem, mir auch nicht. Wo der, wer war denn der Mercedes? Der Locke, glaube ich, oder? Alter, der ist einmal der Boxen einfahrt. Und ich habe schon gedacht, oh no, jetzt kommt sicher das Safety Car, weil er an der Boxeneinfahrt steht. Der hat sich an der Boxeneinfahrt zerlegt. Ja. Ich dachte, der hat in der Session aufgegeben. Nee, hat sich das Auto zerstört bei der Boxeneinfahrt. Ja, nice. Mhm. Und ich fahr direkt vorbei, also ich war direkt hinter ihm und fahr vorbei und dachte, wenn jetzt der Safety Car kommt, dann bin ich richtig am Arsch. Weil die anderen hinter mir alle in die Box düsen. Dann habe ich ihm ja Unrecht getan, als ich zum Philipp gesagt habe, ja, der hat aufgegeben. Weil ich dachte, der wäre in die Box gefahren und hätte dann das Session aufgegeben gedrückt. Okay, das ist natürlich sehr hart belastend. Das tut mir leid. Ja, hart belastend waren auch die KI-Fahrer in den S-Kurven. Ja. lass uns nicht davon reden, sonst rage ich jetzt die ganze Zeit nur rum und das wollen wir nicht. Das wollen wir wirklich nicht. Na gute Jungs. Okay. Nochmal geht's jetzt zum Rennen und jo, haut rein, würde ich sagen. Jo, danke. Ciao. Ciao. So. Was ein Rennen. Ich habe keine Safety Car. Seitdem ich in der Liga bin, habe ich jedes Mal entweder ein Safety Car oder ein VSC wenigstens gesehen und heute einfach kein einziges Mal. Naja, soll auch mal gut sein. Es war ein echt cooles Rennen, hat mich gefreut. Wir sehen uns, warte, schauen wir uns einmal kurz den Terminplaner an. Wir sehen uns nämlich das nächste Mal. Wo haben wir's? Den Rennkalender haben wir da. Wir sehen uns nämlich das nächste Mal haben wir... Oh, Haus. Wo haben wir... Markenpokalrennen. GT Sport. Haben wir am Samstag ein Rennen. Dann haben wir am Sonntag, interessant, den großen Preis von der USA, unser Sonntagsrennen. Nächste Woche Dienstag haben wir dann das GT-Sportrennen. Und nächste Woche Donnerstag fährt dann unsere B-Liga, also da fahre ich dann auch mit. Das kommentiert dann hoffentlich dann wieder der DPN Games und der Michael. Und am 26. haben wir unser Osterevent, ein bisschen verzögert, aber dennoch, ja, das sind nochmal die Rennen für die nächsten paar Tage. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Freut mich, dass so viele dabei waren und gesund bleiben und immer schön Hände waschen und Mundschutz tragen. Haut rein, danke fürs Dabeisein.
und bis zum nächsten Mal. Tschaußen!